Grüße euch zur Live-Sendung vom 12.04.2016. Es können wieder Fragen gestellt werden. Ihr habt oben im Telefon, im Bild oben die Telefonnummer eingeblendet: 0176 39 730403. Wir haben heute nochmal ein Video reingestellt, was sich momentan rechnet bei YouTube. Ich hoffe mal, dass wir es heute in einer Stunde dann online haben. Zu den aktuellen Ereignissen. Es gibt wohl einige Zerwürfnisse, dass jetzt viele hier wieder mit UCC und kalten Gründungen durch die Kante laufen und die Bestrebungen, wirklich staatliche Strukturen zu gründen, in Misskredit bringen und teilweise auch falsche Vorwürfe vortragen, weil sie eben unbedingt die Gemeinden in die Weimarer Republik schubsen wollen und viele Leute das eben nicht erkennen, dass man, wenn man eine kalte Gründung macht, das heißt also ohne Referendum und ohne Siegelrechte, eine Gemeinde so freisetzt oder wie auch immer, man sie also in die Weimarer Republik schiebt und sobald sie in der Weimarer Republik ist, ist sie also verkaufbar, wie damals der DDR die, ja sagen wir mal, wie hieß das hier, das Volkseigentum. Ne? Da wird das also auf den Markt geworfen, kann also verkauft werden und das wird dann mit ja, Mann und Maus verkauft, das sind die Seelenverkäufer. Und mit denen kann ich leider nicht zusammenarbeiten. Und heute hat mir einer eröffnet, dass er also als auch die Stammtische rechts von Leipzig, also hier mit dieser kalten Gründung versuchen wollen, weil sie es eben nicht erwarten können, bis wir ordentliche Wahlunterlagen alles erstellt haben. Tut mir herzlich leid, dann müssen sie eben bittere Erfahrungen machen. Ich werde mich daran nicht beteiligen, habe ich denen heute auch gesagt und habe auch die Veranstaltung heute abgesagt, vom Sonnabend abgesagt, sondern ich werde mit dem Arbeitskreis vom Honigmann zusammenarbeiten. Die wollen also unbedingt was zu Wege bringen und haben auch erkannt, dass also dieses UCC-Recht und auch diese anderen kalten Gründungen, die da hier betrieben werden, nicht funktionieren und wissen anscheinend auch, dass da einige Leute ja, drinnen stecken. Ich sage mal, Troll oder irgendwas oder Bezahlte. Und das können wir alles nicht gebrauchen. Wir haben auch nur einen Versuch und wir können uns da auch keine Experimente erlauben. Und wenn der Kaiser nun mal in einem Gesetz über die Auflassung festgelegt hat, dass er nur selber den Krieg beenden kann und solange wie die Haager Landkriegsordnung gilt, das bedeutet also, solange wie der Friedensvertrag nicht unterschrieben ist, gelten die Regelungen der Haager Landkriegsordnung. Die Haager Landkriegsordnung sieht vor, dass das Landesrecht eingesetzt wird. Im Landesrecht muss man zunächst erstmal den Verfassungsnotstand heilen. So, das heißt, es gilt das Notstandsrecht vor allen anderen Regelungen. Das Notstandsrecht sagt, wird zuerst der Verfassungsnotstand geheilt, das heißt, wird erstmal ein Verweser gewählt. So, der also im Prinzip den weggeputschten Kaiser ersetzen muss. Und dieses geht wieder nur mit einem Siegelrecht, weil wir müssen ja im staatlichen Recht anfangen. Das bedeutet, dass man aus dem staatlichen Recht staatliche Konstrukte erzeugt und aus dem nichtstaatlichen Recht nichtstaatliche Konstrukte. Also alles, was die BAD erzeugt mit dem gelben Schein, führt alles in die Nichtstaatlichkeit. Liegt einfach daran, dass niemand mehr Rechte weitergeben kann, als er selber hat. Ja? Und wenn also die Weimarer Republik über Max von Baden eben nur nichtstaatliche Legitimation in Anführungsstrichen vergeben kann, dann sind alle Konstrukte, die davon herkamen, auch nichtstaatlich. Lässt sich leider nun nicht ändern. Man hat das wohl erkannt und man hat auch gemerkt, dass genau in dem Moment auch die Reparationsforderungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs weiterlaufen, weil solange wie der Staat nicht wiederhergestellt wird, gibt es keine Klassen, also keine Kassenglattstellung. Und das läuft also immer weiter auseinander. Und Frankreich hat also gesagt, also wenn ihr so weitermacht, dann wird die Rückforderung, die der Kaiser an an die Kriegsgegner, an die 54 Feindstaaten hat, immer größer, von Jahr zu Jahr. Also mit jeder neuen Bundesschuld wird also diese Rückforderung immer größer und immer gewaltiger und größer als das, was die EU insgesamt an Wirtschaftskraft aufbringen kann. Und aus diesem Grund hat man einen Euro gemacht, dass man nur noch bunte Zettel drucken muss, im Fall mal eine Kassenglattstellung verlangt wird. Das ist also der ganze Hintergrund, der da dran hängt. Das kann man nicht vom Gefühl her machen, sondern das sind einfach wirtschaftliche Zusammenhänge, wo also die Banken eine große Rolle spielen, die uns hier in die Weimarer Geschichte reingeführt haben. Und es ist natürlich dann auch klar, dass man versucht, über das Personalstatut und über die Firmenhierarchien, was anders ist es ja nicht, also Firma wie ein Matroschka-Prinzip, ne, versucht dann über das Chef-Angestellten-Verhältnis in die Bürgerrechte reinzuregieren. Und das ist natürlich das, weshalb es diesen Personalstatus gibt. So, und man kann eben nicht so ohne weiteres da
raus, man muss wirklich kündigen. Also das heißt, wie in einer normalen Firma ein Kündigungsschreiben machen, und dazu haben wir das sogenannte Schreiben R11 gemacht. Das kann man bei kaiserrundfunk.com runterladen. Und genau, steht auch im Chat jetzt. Ja, kaiserrundfunk.com runterladen. Nun ist es so, dass die Gemeinde natürlich nicht freiwillig diese Personalausweise zurücknimmt, wenn man es nicht begründet. Aber die Begründung ist ziemlich einfach, indem man einfach sagt, es sind falsche Angaben drin. Also die Staatsangehörigkeit Deutsch funktioniert also in Mitteldeutschland zum Beispiel nicht, weil wir keine Rechtsnachfolge der Zeit von 1933 bis 1945 angetreten haben. Und solange wie das so ist, haben wir genau dann, wenn die DDR weggeschnitten wurde, also am 17.07.1990, 23.59 war sozusagen der letzte Atemzug der DDR, und am 18.07.1990 wurde sozusagen dann das Handelsrecht wirksam, was also durch Kohl und Genscher sozusagen unter Volksbetrug aufgezwungen worden ist, obwohl die eigentlich gar nicht berechtigt waren, hier rein zu regieren. Aber aufgrund dessen, dass eben auch auf DDR-Seite Leute gegeben hat, die diesen Verhandlungen zugestimmt haben, ist da eine gewisse rechtliche Unsicherheit entstanden. Aber letztlich kann sie nicht greifen, weil über die Vertragsbedingungen, die da stattgefunden haben, die Volkskammer getäuscht worden ist. Und Täuschung im Rechtsverkehr macht jeden Vertrag nichtig. Das heißt, wenn man jetzt gegen diese Verhandlung einsprechen würde, würde es also umfallen, weil nach DDR-Verfassung muss das Volk entscheiden. Also wenn ein Regimewechsel erforderlich ist oder gewollt ist, muss es einen Volksentscheid geben. Das war auch in der DDR-Verfassung vorgesehen. Und man braucht sich auch nicht wundern, warum überall, wenn also flächendeckend gefragt wird, na, können wir denn nun nicht einmal einen Volksentscheid machen, Merkel und auch Gauck, dass sie das mal ablehnen. Warum auch? Na, es ist eine ihre Aufgabe. Wir müssen das einfach selber organisieren. Und so ein Volksentscheid, ist, sagt man auf internationalen Gebieten, sagt man Referendum dazu, das ist eben das, wo man in das staatliche Recht reinkommt. Ne? Also wenn direkt der Souverän gefragt wird und der eine Entscheidung trifft, das ist das, was man ein Referendum nennt, eine Gründung staatlicher Struktur. Also Modus Krim, die Krim ist ja auch gefragt worden, wollt ihr denn nur jetzt zur Ukraine oder wollt ihr zu Russland, weil es eine rechtliche Unsicherheit gab, weil in irgendwann in 20er Jahren oder was, ich weiß es nicht mehr genau, wann es war, hat mal irgendjemand gesagt, na, ich schenke euch dann jetzt die Krim. So, das durfte der aber gar nicht. Aber die haben das so gehandhabt und die haben sich darauf verlassen, dass diese Zusage gilt. Also wie in Spanien, wenn Spanier sagt, ich schenke dir mein Haus, dann meint er natürlich nichts anderes, als dass du bei dem übernachten kannst. Ne? Also es ist nicht vorgesehen, dass du da ein Haus kriegst. Ah ja, es geht erstmal ein Telefon, ich gehe mal ran. Hallo? 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 Ja, genau. Und zwar, ich schaue gerade die Anwendung. Genau. Ja, mir geht es eigentlich darum, wie wir argumentieren auf den Behörden, wenn es um die Abgabe des Personalausweises geht. Ja. Du sagst ja, dass wir definitiv nicht auf dem PET unterschreiben sollen. Ja, richtig. Aber wie argumentieren wir? Weil in der Regel ist es so, also ich habe es schon von mehreren gehört, dass wir quasi dort aufschlagen und ja, man teilt uns dann letztendlich mit, dass wir auf dem PET unterschreiben müssen. Also grundsätzlich müssen Sie es ausdrucken. Es gibt keine rechtliche Grundlage, wonach die eigenhändische Willenserklärung, das ist nämlich die Unterschrift, durch irgendeine technische Maßnahme ausgehebelt werden darf. Also das gibt es nicht. Man hat das einfach deswegen gemacht, weil man mit diesem Pad kann man sozusagen etwas machen, eine Unterschriftsleistung in elektronischer Form erzeugen, die man auch missbrauchen kann. Und es gibt keine Kontrollmöglichkeit, dass man selber einen Einfluss darauf hat, wann dieses digitale Unterschrift verwendet wird und wann nicht. Ja? So, und da kann man alles Mögliche, also da könnt ihr zum Beispiel erzeugen, du hast jetzt dein Haus dem Staat überschrieben, in Anführungsstrichen, oder du hast deine Staatsangehörigkeit abgegeben. Das ist der Grund, weshalb alle auf dem Pad unterschreiben sollen. So, die sind verpflichtet, das auszudrucken, und wenn man hart bleibt und sagt dann, ich vermute, dass hier Unterschriftenbetrug gemacht worden ist, das ist ein begründeter Verdacht, also man muss dann sagen, man hat einen dringenden Tatverdacht, dass hier ein Unterschriftsmissbrauch
gemacht wird, weil das keine Bequemlichkeit ist, sondern der Einstieg in den Missbrauch der Unterschrift, und man will also nur auf ausgeschriebenen, also auf ausgedruckten Zetteln unterschreiben, und zur Vorbereitung müsste man natürlich auch einen blauen Stift mit haben, sodass man also sieht, was ist denn nur vom Drucker und was ist denn selber erzeugt. So, also einen blauen Stift unbedingt dabei haben, auch noch Zeugen. Und wir haben sehr viele Beispiele, wo die Gemeinden dann gesagt haben, ja gut, also wenn man das will, dann müssen wir es eben ausdrucken, und dann funktioniert das. Es ist ja weiter nichts als eine Entgegennahme eines mehr oder weniger gültigen Passes. Ich drücke mich mal vorsichtig aus, weil auch im Reisepass steht ja wieder Name und nicht Familienname, wie es im Gesetz steht, also auch wieder eigentlich nicht vollständig oder nicht richtig. Und die Staatsangehörigkeit ist ja noch im Reisepass auch falsch. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. So, ne? Gut, also man kann verlangen, dass es ausgedruckt wird, und dann funktioniert das auch. Was es noch gibt, ist, dass sie ablehnen, den Personalausweis zurückzunehmen, weil sie sagen, es ist ja ein gültiges Dokument. Dem muss man einfach widersprechen, indem man sagt, es ist aus mehreren Gründen ungültig. Erstens mal ist auf dem alten Reisepass hinten ein religiöses Bekenntnissymbol drauf, nämlich der Baphomet. Ob das jetzt nach Bundesdruckerei ein Zufallsmuster ist, das würde ich mal schwer bestreiten, weil wenn man so ein künstlerisches Werk hinten drauf macht, hat sich der Künstler was dabei gedacht. Und ein Zufallsmuster ist es nun mal nicht. Und wenn wir nach dem Grundgesetz Artikel 5 eine Glaubens- und Gewissensfreiheit, eine Meinungsfreiheit haben und eine Religionsfreiheit, dann kann ich darauf bestehen, dass in meinem Ausweis kein Satan-Symbol ist, weil das ist ja das Symbol des satanischen Dämons, also die Staatsreligion, Freimaurerei wird da manifestiert, und dem muss ich nicht zustimmen. Und auch auf dem neuen Passo sind auch diese religiösen Bekenntnissymbole des Satanismus da, die aber nur im UV-Licht sichtbar sind. Wenn ihr euch da überzeugen wollt, könnt ihr da einfach mal bei YouTube dies angucken. Auf dem neuen Passo ist das sehr schön zu sehen. Da hat also immer eine UV-Lampe aufgebaut und hat das gezeigt. Und da macht er einfach einen Screenshot von dem Video. Das geht mit der Drucktaste, also drückt er die Drucktaste und dann in irgendeinem Malprogramm einfügen. Also zum Beispiel in Windows-Bordmitteln ist das Programm Paint dabei. Da kann man sozusagen den aktuellen Bildschirminhalt in der Zwischenablage kopieren und dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm, sei es Corel oder InfraVue oder Paint, kann man sich das Bild rausziehen. Ne? Bei manchmal, was auch funktioniert, ist ein Video mit VLC abspielen, und VLC hat eine Funktion Screenshot oder Schnappschuss oder so. Kopiert auch in der Zwischenablage. Also Sie müssen sich auf jeden Fall definitiv darauf einlassen, wenn es darum geht, dass ich das auf dem Papier unterschreibe. Ja, erstens mal das, und zweitens mal auch, dass da ungültig ist, dass ihn also zurücknehmen. Erster Grund, religiöses Bekenntnissymbol, sowohl im alten als auch im neuen. Bei dem neuen ist da nur eine vereinfachte satanische Rune drauf. Auf dem alten ist der Baphometen drauf. Beim Baphometen ist die Sache ziemlich eindeutig, weil ein Zufallsmuster wäre ja ein Tapetenmuster oder so. Aber das ist es nicht. Das ist eine bildliche Darstellung eines verbrecherischen neuen Weltordnungssymbols, was da hinten drauf ist. Und das hat Kohl über den Pneiprit reingebracht. Und er hat das auch vom Vatikan absegnen lassen, dass er hier dieses satanische Symbol auch für die Christen verbindlich auf den Ausweis machen darf. Und der damalige Papst hat das genehmigt. Also da war auch schon Satanist. So. Und das muss man nicht annehmen. So. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es steht auf dem im Passgesetz und auch im Personalausweisgesetz, dass der Vorname und Familienname dastehen muss und nicht Vorname und Name. Ne? Weil Name ist eine Bezeichnung für eine Sache, steht auch im BGB irgendwo. Also soweit gehe ich auch mit bei den ganzen Leuten, die also sagen, Person, Mensch, ist einfach so, dass es im Gesetz so drin steht, dann müssen sie es im Gesetz ändern. Wenn sie im Gesetz normale Menschen wie ich und du dann eben auch mit Namen bezeichnen, dann endet der bürgerliche Tod ja dann auch. Also, na, sie wollen ja unbedingt mit dem Handelsrecht diesen bürgerlichen Tod einführen. Das ist ja Sinn und Ziel. Auch das UCC ist nichts anderes als der bürgerliche Tod. Weil in der Einführungsbeschreibung des UCC steht ja drinne, man tut das UCC etablieren, damit kein höherer Anspruch da ist, also außer die vom allerhöchsten Schöpfer. Und aus Sicht der Freimaurerei ist der Satan der Schöpfer, ne, weil die haben einen allmächtigen Baumeister aller Welten. So, aber das ist ja nicht unser höchster Schöpfer. Also wir gehen schon, dass der Schöpfer des Universums ein anderer ist, als den die Freimaurer da favorisieren. So, und deswegen ist es ein religiöses Bekenntnissymbol, der Satanismus, und das muss ein Normalbürger nicht akzeptieren. So, das ist im Grundgesetz ganz klar geregelt. Also der Personalausweis und
Reisepass ist wohl nicht so, aber Personalausweis, alter oder neuer, ist ein Bekenntnisausweis einer religiösen Sekte und dies muss ich nicht annehmen. Das ist also schon aus grundgesetzrechtlichen Gründen einfach abzuwehren. Die zweite Geschichte hatte ich schon erzählt mit Name und Vorname. Ist ja irgendwas passiert? Bin ich irgendwo drauf gekommen? Habt ihr noch Bild und Ton? Ich hab noch Bild, ja. Gut, alles. Gut, da war es wahrscheinlich ja bloß ein falscher Tastenklick. Ja, geht wieder. Gut, da war die Maus. So, das dritte, was hier ist, ist die falsche Staatsangehörigkeit. Weil das ist ein Argument, was erstmal nur in Mitteldeutschland greift, aber über drei Ecken natürlich auch in Altbundesländern, weil DDR hat keine Rechtsnachfolge gemacht von 1933 bis 1945, in der die Staatsangehörigkeit angeblich durch Hitler geändert wurde. Aber, steht ja schon in der A11 drin, er hat das nicht gemacht als mit Verweserrechten, sondern hat sich einfach durch Selbstermächtigung das Recht rausgenommen, dort rein zu ändern. Und das ist eben nicht möglich, weil nach Haager Landkriegsordnung das Landesrecht eingesetzt worden ist, was beim Start der HLKO gegolten hat. Und da die Weimarer Republik, dessen Rechtsnachfolger Hitler war, ein Feindstaat war zum Staat, kann der Feindstaat nicht die gesetzliche Grundlage des Staates ändern. So, das ist sozusagen die Argumentation. Diese Sache müssten wir eigentlich in der A12 noch ändern, also oder sagen wir mal klarer und deutlicher ausdrücken. Das ist das, weshalb wir noch uns eine Woche Zeit ausgebeten haben, ich würde mal sagen bis Ende der Woche, wo wir das noch ein bisschen klarer und deutlicher schreiben wollen. Aber die A11 ist sozusagen hinreichend deutlich zu machen, also bisher und nicht weiter. Jetzt haben wir herausgefunden, dass es eine nationalsozialistische Staatsangehörigkeit gibt. Es gibt auch diese zwei Schreiben von dem Landrat Annaberg, Schwarze Landkreis, oder was? Erzgebirgskreis, genau. Hatte ich auf der Seite kaiserrundfunk.com schon oben rein zum Download gestellt. Guckt euch einfach mal an, ist eigentlich alles ziemlich gut erklärt. Ja, und mit diesen drei Argumenten sollte es möglich sein, dass die Gemeinde das korrigieren soll und muss, weil nach dem Personalausweisgesetz und auch nach dem Datenschutzgesetz und auch nach dem Meldegesetz ist die Gemeinde verpflichtet, unrichtige Angaben zu korrigieren und der Besonderheit des religiösen Bekenntnissymbols können sie sowieso nicht abhelfen, weil sie ja, müssen sie alle Ausweise neu gestalten und eingestehen, dass sie die Leute hier damit einfach nur ja, in ihre kranke Religion reinziehen wollten. Was anders ist es ja nicht. So ein Bekenntnissymbol, was du annimmst, und es ist wie eine Netze, wenn man so will. Ja, so sehe ich das. Ja, das würde ich machen. Wir wollen das dann noch letzte Woche noch ein bisschen, also die, im Laufe der Woche dann noch ausformulieren, aber es wird wahrscheinlich erst am Freitag passieren, dass dann da die neue Version, die A12, dann freigegeben wird. Einige wollten noch Korrektur lesen, hatten noch Wünsche und das ging auch die ganze Woche noch, dass noch Änderungen kamen und da haben wir das erstmal gesammelt, was das ist, damit wir nicht wieder, weil ja wir alle loslaufen müssen und die Änderungen nachschieben und das wollte man natürlich dann vermeiden, dass das so einen Aufwand macht. Also wollte man dann wirklich, dass es dann auch einen, sagen wir, eine längere Zeit Bestand hat, die A12. Ne? Das ist der Grund. Alles klar. Gut, alles klar. Ich hoffe. Dank. Ja. Ja, nee, aber ich werde mal noch in Abgabeprotokollen ranhängen an die neue Version, sodass es dann einfacher ist. Also wenn die sich zum Beispiel weigern, das abzunehmen, dass dann der Zeuge genau. Betroffen mit unterschreibt und dass das dann der Gemeinde hinfaxt wird und dann haben die ein Riesenproblem. Weil an der Genfer Konvention hängt auch dran, dass bei Nichteinhaltung ziemlich hohe Strafen auch gezahlt werden müssen an die Organisation, die die Genfer Konvention für alle Staaten regelt. Ne? Und die Feststellung der Staaten war, glaube ich, im Artikel 15 irgendwo in der Genfer Konvention. Ich weiß es leider jetzt nicht auswendig, ich muss gucken, aber so in der Größenordnung. Stand drin, dass also bei denen, die also in den Kriegsgebieten aufgefunden werden, also wie in Deutschland, Kriegsgebiet vom Ersten Weltkrieg wurde gemerkt, muss die Staatsangehörigkeit festgestellt werden und dann muss ein Ausweis ausgestellt werden. Das steht da drin. So, und die Staatsangehörigkeit ist definitiv nicht deutsch bei denjenigen, die entweder an einem bekannten Stichtag oder nach Rostock das herleiten können. Und für diejenigen, die in Mitteldeutschland gemeldet sind, für die gibt es auch kein Problem, weil die eben alle an dem Stichtag dort gemeldet waren. Eine besondere Sache wird es dann noch, wie es in Polen ist, aber die haben ja auch an dem Stichtag sich irgendwo gemeldet dort. Also theoretisch müssten alle zur gleichen Zeit in Verfassungswahl einbezogen werden. Hinzu kommen natürlich dann noch die Schutzgebiete, weil die Schutzgebietsabkommen auch nicht aufgehoben wurden. Weil der Kaiser hat zu keinem Zeitpunkt die Schutzgebietsabkommen gekündigt. Also es ist immer noch aktiv.
nein, dich persönlich fragen. Also du persönlich hast noch deinen Personalausweis? Nein. Habe ich schon 2012 also abgegeben. Du hast einen quasi abgegeben. Genau, auch mit einer Kündigung. Aber es war ein anderes Schreiben. Quasi nachgebessert? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Womit legitimiert du dich derzeit? Ich habe nur Reisepass und diese Datenvollauskunft, nichts anderes. Okay, und das hat auch funktioniert. Reisepass ist jetzt welche Staatsangehörigkeit zu sehen? Ja, da steht immer noch die falsche drin, aber das macht mir erstmal gar nichts, weil ich habe zusätzlich noch mit der Wahlbenachrichtigung nachgehebelt, indem ich gesagt habe, ja, ich hätte gerne mal die Bestätigung, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe, aber ohne gelben Schein. Und das haben sie mir bestätigt. Und wenn ich ohne gelben... Ja, das war eine miese Nummer. Also es war eine miese Nummer. Und zwar hängt folgendermaßen zusammen. Wenn jemand gelben Schein beantragt, verliert er die Bundesstaatenangehörigkeit. Ne? Wenn er dann deutschen Ausweis hat, braucht er sich nicht wundern. Wenn du aber ohne gelben Schein das machst, weil du zu einer Wahl antreten willst oder weil du Kandidat bist und lässt dir das von der Gemeinde bestätigen, dann muss die Gemeinde das nachbessern, weil du keinen gelben Schein hast. Und zwar auf Rustag-Staatsangehörigkeit. Weil die eigentliche Wählbarkeit ist ja nur für die Bundesstaatenangehörigen gegeben, weil die, die hier im Freistaat hier dastehen, können keine staatliche Legitimation wählen. Also das, was nach 116 Grundgesetz 1 wahlberechtigt ist aus BRD-Sicht, sind eben gerade nicht die Wahlberechtigten, weil die 116 Einser genau die sind, die über die Staatsangehörigkeit Deutsch kommen. So, richtig. Und na? Der auf ja, genau. Und das funktioniert nicht, weil du hier im Prinzip eine staatliche Legitimation vergeben willst, aber die staatliche Legitimation mit dem gelben Schein gerade abgegeben hast, weil du ja eine andere beantragt hast. Und dem und dieser Änderung hat der Kaiser nie zugestimmt. Und auch der Verweser. Es hat ja seit 28.10.1918 noch nicht wieder einen neuen Verweser gegeben. Ja, er hätte im Prinzip genau am 28.10. vom Volk erstmal gewählt werden müssen. Aber Max von Baden hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, ich bin jetzt der und ich unterschreibe ja alles, was mir vorgelegt wird. Weil ich habe von der irgendeiner Bank. Rechnest du quasi, dass sie jetzt in die Nachbesserung kommen bei dir? Genau, das ist der miese Trick, okay. Den wir versucht haben. Also wir sind ja erstmal, haben uns ja erstmal vorgetastet. Entschuldigung. Wir haben uns ja erstmal vorgetastet, weil wir noch gar nicht richtig wussten, was ist denn hier in der kreisfreien Stadt los. Da gibt es ja auch noch kleine Besonderheiten, weil bei kreisfreien Städten, die sind in der Lage, aus der EU auszutreten, einfach nur durch Beschluss. Beziehungsweise könnte es auch der Landrat machen, wird es aber nicht machen, weil da ja irgendein Parteisoldat ist. Aber wenn der Bürgermeister einer kreisfreien Stadt plötzlich seine Meinung sagt, jetzt, wir wollen das jetzt, ne, und schreibt da eine gültige Wahlbenachrichtigung aus, kannst du über diesen Weg auch in die kaiserliche Staatsangehörigkeit gelangen. Die Frage ist nur, ob die Rechtsstellung dann wirklich kriegst oder ob die da das einfach zurückhalten. Also die sind sehr angepisst, wenn ich auch nur beim Meldeamt vorstellig wäre. Weil die haben es nun mal so ausgefertigt, können es auch nicht zurückziehen. Aber es ist noch, wo ich hin will. Ich will die wirkliche Staatsangehörigkeitsbestätigung. Die werden wir wohl einklagen müssen. Mhm, ja. Aber also die, jetzt haltest du ja mit in dem einen oder anderen Video von dir, dass diese Nachbesserung, dass das genau. Ganze Zeit dauern könnte. Ja, und das hat ja dazu geführt, dass wir die A11 entwickelt haben. Ich wollte natürlich einen schnelleren Weg haben, weil mir ist das alles zu langwierig mit Verwaltungsgerichtssache. Ja, genau. So, und der direkte Weg ist sozusagen zu falsifizieren, dass die derzeitig gültige Regelung oder geltende Regelung, dann nicht gültige, die geltende Regelung, gegen die Verfassungsgrundsätze, auch vom Grundgesetz verstößt. Ne? Weil der Nationalsozialismus, den hat die Bundesrepublik unterschrieben, nicht fortgesetzt werden darf. Und die Fortsetzung wäre ja, wenn die Mitteldeutschland dort reinziehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass die Altbundesländer jetzt nur noch sagen müssen, na, wenn Mitteldeutschland das zugestanden wird, muss es uns auch zugestanden werden auf den Grundsatz der Gleichberechtigung. Also wenn die das drüben kriegen, müssen wir das auch kriegen. So, das ist sozusagen dann der Fall, dass Mitteldeutschland den Rest retten muss. Und das wird auch passieren. Das haben viele, die so, sagen wir mal, spirituell unterwegs sind, auch so gesehen, dass das noch so kommen wird. Also es gibt keine Bestätigung dafür, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das passiert, weil es auch sauber begründbar ist. Ne? Weil aufgrund, man braucht ja bloß alte Schulbücher hernehmen, dort steht jedes Mal drin, dass es wir aus der Zeit von 1933 bis 1945 keine Rechtsnachfolge angetreten haben. So, das ist sozusagen die Vorgehensweise. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir schnell zu unseren richtigen Dokumenten? Stottert ab und zu, ja, kann ich leider nicht ändern. Das ist irgendwie hier eine Überraschung. Ist bekannt, dass es hier dem
einen oder anderen in der Bundesrepublik, sag ich mal, gelungen ist, sich nach 116 2 einbürgern zu lassen. Aha. Ja, aber die Bundesrepublik darf ja gar keine Einbürgerung machen. Nee, richtig. Na, weil das ist ja Verweserrechte, die da eingegriffen wird. Gibt es den einen oder anderen, der eventuell einen anderen Weg gefunden hat? Das glaube ich eher nicht. Die Gemeinden sind momentan sehr verunsichert, weil sie sich ja auch nicht strafbar machen wollen. Manche machen einfach gar nicht, die lehnen einfach die Abgabe des Personalausweises kategorisch ab. Das ist aber auch nicht erlaubt, weil du mal eine Forderung aufmachst, dass du eine gültige Staatsangehörigkeit willst. Und das müssen sie dir schon erstmal gestatten. Ja, jo, und jetzt ist die Frage... man hat ja dieser Änderung der Staatsangehörigkeit hier in Mitteldeutschland nicht zugestimmt. Das haben die einfach so gemacht. Und es ist ein Schreiben aufgetaucht, letzte Woche, kann es auch nochmal online stellen auf Kaiser Rundfunk, dass hier das willkürlich und heimlich gemacht worden ist, weil es nicht im offiziellen Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist, weil die Bundesrepublik immer gesagt hat, wir machen einen Kampf gegen rechts. Und heimlich machen sie genau das Gegenteil. Nämlich die versuchen, die Leute mit der Staatsangehörigkeit Deutsch in eine rechtlich schlechtere Stellung zu manövrieren und aus dieser rechtlich schlechteren Stellung daraus Vorteile zu ziehen, dass sie sagen, jetzt wenden wir einfach mal die Gesetze vom Nürnberger Prozess an und tun den Leuten dann mit den Gesetzen der Nürnberger Prozesse hinten in reinhauen, weil sie haben sich ja nun jetzt zum Nazi erklären lassen und haben sich nicht dagegen gewehrt. So, das ist ja das, wogegen wir vorgehen wollen. Ja. So, das geht aber nicht mit, wenn da einer kommt, sondern das öffentliche Interesse geht los bei mindestens 10, aber besser wäre natürlich, wenn es 1000 wären. Weil wenn jeder ein bisschen was beisteuert, ich sage mal so 10 Euro ist ein angemessener Betrag, weil die Erstellung der Schriftsätze und auch die ganze Verhandlung mit den Gerichten und mit den Rechtsanwälten natürlich nicht mit 10 Euro bezahlt ist, sondern das geht nur, wenn viele daran mitwirken. Ja. Aber wenn also 1 Million Leute sich an irgendwelche Reichskanzler ranhängen, um mit irgendwelchen Bummi-Ausweisen sich in die Weimarer Republik zu schießen, weil das anders ist es ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also, aber wenn man mit einer ähnlich... Ja, aber man kriegt es ja hin. Man müsste einfach nur die Reichskanzler mal überzeugen, einfach mal das Richtige zu tun und alle in breiter Front die Bundesstaatenangehörigkeit zu fordern. Und dann hätten die alle ein Riesenproblem. Weil so viel Ausländer... 116.2 und nicht 116.1. Nee, gar nicht nach Grundgesetz. Wir sind nicht im Grundgesetz, weil in Mitteldeutschland ist das Grundgesetz ja nur vom Bund in Kraft getreten, aber für das Land konnte es nicht, weil da hätte der Kaiser erstmal zustimmen müssen. So, und in Altbundesländern kann man sich nur wieder streiten, ob überhaupt der Besatzer ohne einen Kriegsgrund in das Landesgesetz reinändern durfte. Man an sich noch nicht. Die haben ein Grundgesetz nur dann zu machen, wenn Kriegschaos ist, und das haben wir aber nicht. Deswegen wollen sie ja den ISIS reinholen, um das Kriegschaos zu schaffen, um dieses Grundgesetz in einer offiziellen Note wieder reinzuholen. Ja, das ist ja das Ziel. Sie müssen ja im Prinzip einen Krieg aufrechterhalten, um das Grundgesetz zu rechtfertigen. Ansonsten müssen sie uns den Staat wiederherstellen. Und wenn sie das machen, müssen sie die Kassengleichstellung machen. Also die sind von aller Seite im Prinzip in Schwierigkeiten. Aber die Presse ist einem angehalten, nichts davon zu erzählen. Das ist ja das Problem. Ne? Also das Bunde Presseamt hat von Frau Merkel die Anweisung gekriegt, nichts über die tatsächliche Lage hier in der Öffentlichkeit zu bringen. Weil die Journalisten sind natürlich heiß, so eine Story zu bringen. Ne? Wenn es wirklich einer nachweisen würde, dass unsere Staatsangehörigkeit auf dem Nationalsozialismus beruht, dann ist das natürlich eine heftige Geschichte. Mhm. Ja. Gut, Uwe, herzlichen Dank für deine Hilfe. Jo, alles klar. Dann tschüss erstmal, ne? Bleib am Ball. Ja klar, ich bleib am Ball. Lass mich hier nicht runterziehen. Tschüss. Gut, tschüss. Ja, also das Schreiben heißt R11, nicht A11. R kommt von Release, also wir schreiben das sozusagen fort, damit wir wissen, mit welchem Schreiben ist was beantragt worden. Ne? Wir haben also sozusagen dann ein bisschen einen Überblick, was da passiert ist. Bis zur A7 waren das noch Versuche. Ab der A11 ist da wirklich auch eine Wirkung eingetreten. Die Gemeinden haben auch dann wirklich verstanden, dass es ein ernsthafter Wille ist, diese Bundesstaatenangehörigkeit zurückzukriegen. Und die haben uns signalisiert, dass das wirkt. Und dass sie jetzt Panik haben, weil sie das nicht alles zurückdrehen können oder wollen, weil sie ja dann im Prinzip ihre Partei
Konstrukt aufgeben müssen. Also das ist das, was inzwischen hier angekommen ist. Also es ist für die Legende natürlich eine Haftungssache. Aber können wir nicht machen, haben wir ohne unsere Zustimmung diese Staatsangehörigkeit geändert. Also niemand hat hier dem zugestimmt. Ja, das ist einfach so gemacht worden und hinter unserem Rücken gemacht worden. Auch die ganze Sache mit diesen Pets. Das muss man ja ganz klar sagen. Und Eigenmächtigkeiten ist nach BGB eine ziemlich klare Sache. Das ist also wie wenn du was in Auftrag gibst, was nicht bestellt ist, dafür musst du dann natürlich gerade stehen. Also einen Folgen Beseitigungsanspruch geltend machen. Und da muss die Gemeinde eine Verfolgung nach GEZ oder so, müsste dafür einstehen. Übrigens gab es ja letzten Montag wohl die Entlassung von der Frau, die da hier verhaftet worden ist wegen GEZ. Wollte ich bloß noch mal kurz anreißen, was die Problematik ist. Also es geht nicht darum, dass der MDR Geld kriegt. Wenn es ein offizielles Abo wäre, dieses ARD und ZDF-System, wäre dagegen ja nichts einzuwenden. Das Problem ist, es gibt eben kein Abo. Die Leute sind zwangsangemeldet worden. Ich habe mich persönlich zum Beispiel überhaupt nicht angemeldet bei GEZ, weil ich ja keinen Fernseher habe. Das ist kein Fernseher, das ist nur ein riesen Monitor. Und da hat kein Tuner. So, das ist einfach ein Flatscreen für so Messebau, damit ich hier das Signal, was rausgeht, kontrollieren kann. Ja, und ansonsten habe ich ja kein TV und habe auch keine Ambition, dieses verbrecherische Fernsehprogramm hier empfangen zu wollen. Ja, und der MDR leitet einfach seine Rechte ab, dass er angeblich eine öffentlich-rechtliche Anstalt wäre. Ist er aber nicht, weil, kann man ziemlich einfach nachweisen, der Kaiser hat öffentlich-rechtliche Anstalten gehabt. Zum Beispiel die Reichsversicherungsanstalt war so eine. Die hat einen öffentlich-rechtlichen Status. Und die haben im Prinzip das Kataster verwaltet. Aber diesen Status hat der MDR nicht. Der MDR ist einfach die Rechtsnachfolge, nee, nicht die Rechtsnachfolge, durch Enteignung, kann man schon fast sagen, des DDR-Fernsehens entstanden. Die haben also dem, hallo, die haben also allen gekündigt, die da beim DDR-Fernsehen angestellt waren. Das war eine teilweise ziemlich rüde Geschichte. Und haben gesagt, ihr könnt ja dann bei dem neuen MDR mitmachen. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Ne, was machst du denn, wenn du nirgendwo dann mehr unterkommst? Ja, bei ARD, ZDF, DDR-Fernsehen ohne mehr geht, da haben die gezwungenermaßen eben die Arbeitsverträge akzeptiert. Und so ist der MDR im Prinzip durch Zwangsmaßnahmen zum Laufen gekommen. Aber wir haben ja diesem Vorhaben nie zugestimmt. Und bei solchen grundlegenden Sachen, dass also die, ja, die vergleichsweise geringe Gebühr bei 3 Ostmark 5 Cent war, glaube ich, mal die Kosten von so einem Fernsehprogramm. Und bei Rundfunk war es wohl 50er, ne? Also völlig bedeutungslos. Würde auch niemand heute was sagen. Und wenn man das DDR-Wendefernsehen sich nochmal anguckt, bei YouTube merkt man ja, wenn sie das weitergeführt hätten, haben sie ja wirklich auch Wahrheiten gebracht. Ne? Also die aktuelle Kamera war ja zur Wendezeit extrem spannend, ne? Wo sie eben so versucht haben, eine Wahrheit zu machen. Und dann hat es nicht lange gedauert, haben sie die wieder eingefangen. Ne? So, und dann ist im Prinzip dieses Lügenfernsehen erst entstanden. Also der MDR ist zurzeit der größte Hetzsender, den es so gibt, momentan. Und das verstößt auch gegen Genfer Konvention und auch gegen Friedensvertrag von Brest-Litovsk, weil eine Kriegshetze ist durch die HLKO ja natürlich nicht erlaubt. Eine Kriegslist schon, aber keine Kriegshetze. Wir haben einen Waffenstillstand und da haben Feindseligkeiten vollkommen zu unterbleiben. Und wenn also zum Beispiel Bilder aus dem Irak im syrischen Kampfgebiet zugeschrieben werden und man sich dann nicht offiziell für die Falschdarstellung, Fälschung der Bilder entschuldigt und das richtig stellt, na dann macht man natürlich Kriegshetze, ne? Das ist ganz klar. Und sowas kann ich nicht unterstützen. So. Fakt ist also, der Kaiser hätte die Ernennungsurkunde ausschreiben müssen von den MDRs, hat er definitiv nicht gemacht. Man weiß ja schon, wann er entstanden ist. War ja deutlich später. So, und die DDR, Rundfunk oder Fernsehen hätte nicht aufgelöst werden können ohne ordentlichen Volksentscheid. Und ich denke mal, wenn heute ein Volksentscheid käme, dass wieder zu den alten Gebührentarifen, also vergleichsweise geringe Gebühren, das DDR-Fernsehen fortgesetzt wurde, und zwar ohne Lügen Westfernsehen, da wären sicherlich einige dafür. Aber ich denke mal, nachdem wir erkannt haben, wie unser Staat heißt, wäre natürlich eine kaiserliche Rundfunkanstalt natürlich das Optimale, weil da sind wir an keine zionistischen Konventionen gebunden, die allen ihren Maulkorb verpassen. Ja, das wäre die saubere Lösung. Wobei ich mal sagen muss, man muss dann nicht hier das über so eine Zwangssache machen, sondern da kann man schon ordentliche Abos ausschreiben und beispielsweise eine HD-Stream dann mit 2, 3 € Gebühren oder so, ne, ein normales Fernsehen dann auf Steuermittel finanziert machen.
Weil das ist vor das Kaiserreich überhaupt kein Problem gewesen. Der Kaiser hatte keine Rundfunkgebühren. Weder für Fernsehen noch für Radio. Er wollte einfach nur informieren. Und die ganzen alten Rundfunkanstalten von Telefunken, das war alles kostenlos. Ja? Und so ist es auch richtig. Ja, dass natürlich Übertragungskosten zustande kommen, ist klar. Ne? Wenn man über Astra sendet, sind natürlich erhebliche Kosten. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Wutbürger haben wir denn hier in der Bundesrepublik, und wenn da jeder mal 1 bis 5 Euro gibt, ist das also völlig ausreichend, um 1-2 Jahre damit zu senden. Also wenn wir mal alle 2 Jahre mal 1 bis 5 Euro einwerfen in den großen Spendentopf, sollte das also bezahlt sein. Dann haben wir überhaupt keine Probleme, wahrheitsgemäße Berichterstattung zu bringen und auch genug Korrespondenten ins Ausland zu schicken, die dann wirklich mal gucken, was ist denn jetzt in Syrien los? Ist das, was da kommt, nur manipulierte Bilder oder haben die schon sich auf Normalität eingestellt? Wo kämpft denn da ISIS? Wird er denn mit Waffen versorgt und so weiter? Aber diese Informationen werden uns ja vorenthalten. Das erfahren wir ja nur durch die alternativen Medien. Und das hätte ich nur gerne geändert. Also da würde ich schon mal eigene Korrespondenten darunter schieben. Und mal gucken, macht mal ein paar Bilder und fragt mal rum, was hier wirklich los ist. Und dann würde man natürlich ARD und ZDF bloßstellen. Aber das ist ja genau unser Ziel. Diese Lügenhetze und Lügenpresse da bloßzustellen. Das sollte man ja machen. Ne? Ja. Also ich sehe gerade nochmal, ja, nicht Spende. Also Spende ist eine Sache, die zur Weimarer Republik gehört. Also Schenkung nach kaiserlichem Recht. Völlig richtig. Ne? Ich gucke mal immer ab und zu in den Chat rein. Also der Chat in dem anderen Chatsystem außerhalb vom YouTube ist momentan nicht online. Wir haben das jetzt nicht gemacht, weil es ja die Sendung stört. Ihr müsst also bei YouTube rein in den Live-Kanal, also bei kaiserrundfunk.com bei Live und dort dann in diesen Chat rein. Ja, die A11. Ich würde es erstmal in das Meldeamt reingeben, weil im Meldeamt steht ja drin, wo der Geburtsort ist und dann ist dann ihre Aufgabe, das weiterzuleiten. Entscheidend ist ja, dass alle informiert werden und die Mist gebaut haben, müssen den Mist auch beräumen. Und das Meldeamt hat ja den Mist gebaut, nicht die Geburtsgemeinde. Aber du hast schon recht, der Geburtsort ist zuständig für die Erteilung der Bundesstaatenangehörigkeit. Aber sie machen es eben nicht, weil sie eben Parteikonstrukte sind. So, das heißt, Entschuldigung, wir müssen also das über die Wahlkommission machen. Und die Wahlkommission muss sich also darum kümmern, dass die Leute ihre Herleitung darlegen und dann mit den Siegelrechten die Ausweise siegeln. Und das kann auch ein A4-Blatt sein, wo ein entsprechendes Schreiben, also wieder gelbe Schein, bloß ohne Weimarer Blick, sondern mit einem staatlichen Logo und auch mit dem staatlichen mit der staatlichen Zuerkennung der Rechtsstellung der Bundesstaatenangehörigkeit. Und dann funktioniert das auch alles ordentlich. Ja. Jo, gut. Haben wir noch was? Habe ich irgendwie was jetzt im Chat überlesen? Dann müsst ihr es nochmal reinschreiben, weil ich habe mich jetzt gerade auf die Frage noch konzentriert. Gibt es jetzt irgend noch was im Chat noch wichtig wäre, weil jetzt gerade niemand am Telefon ist? Da würde ich das erst noch vorziehen. Mehr Kommentare unten, da bin ich ja gespannt. Ein Stammtisch in Halle, ja, es gibt nur Gera Kompakt, also die haben auch die Leute von Halle mit drin. Also da kannst du einfach mal dort dich melden, gibst einfach mal bei Google ein, Gera Kompakt, die sind eigentlich ganz fit. Man muss allerdings sagen, sie lassen auch jeden reden. Ne? Also man kann das nicht davon ausgehen, dass das, was dann vorgetragen wird, alles so sauber und richtig ist. Die sind wie ein Broadcaster, der ihm alles bringt, was ihm auf dem Markt angeboten wird. Und man kann ja dann dort Fragen stellen. Also, so habe ich das verstanden. Und da wird eben jeder gehört, jeder kann sein Zeug dort vortragen. Und wenn das eben wackelig ist oder zweifelhaft, dann wird er dann schon durch die Fragen aus dem Publikum zerschossen werden. Also dieses Risiko hat der Referent halt. Ja. Jo, haben wir noch was? Nachweis der Ahnen, ja, ne, klar. Also müsste dann die Wahlkommission machen, die müsste also dann die ganzen Geburtsurkunden und Heiratsurkunden und so weiter angucken und müsste das dann bestätigen. Und damit sie das bestätigen kann, braucht sie die Siegelrechte und die Siegelrechte werden über Referendum erworben. Weil die Leute haben sich ja mal in den in den Personalausweis reinloggen lassen. Und eben dieses Reinloggen musste man eben durch einen Waffenstillstand, durch ein Referendum rückgängig machen. Ich lese ja gerade was von Waffenstillstand. Ja, und dann wird wieder in den alten Stand zurückgesetzt. Ne? Also eine Willenserklärung muss durch eine gegenteilige Willenserklärung rückgängig gemacht werden. So, was haben wir noch hier im Chat stehen?
Also ich lese ja gerade, dass jemand geschrieben hat, dass IS Waffenlieferungen bekommen hat und dass USA deutsche Waffen per Flugzeug abgegeben hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil also die USA sind ja auch nur Handschwein von den zionistischen Bankstern. Ne? Also die zionistischen Bankster haben das Ziel, das sogenannte gelobte Land in Besitz zu nehmen. Da kann man sich überlegen, ist das gelobte Land Israel oder ist es Deutschland oder das, sagen wir mal, Europa? So, und da gibt es einige Leute, die gesagt haben, na, das, was im Neuen Testament geschrieben wird, ist eigentlich eine Umschreibung dessen, was wir hier als Europa, als germanisches Stammesgebiet bezeichnen. Und es gibt da seltsamerweise sehr auffällige Parallelen. Ja, interessante Theorie, aber ich denke mal schon, das wird sich dann irgendwie noch raushören. Also Fakt ist, dass sie auf dieses fruchtbare Land zugreifen wollen. Das ist ihr Ziel. Weil in den Ländern, wo sie jetzt herrschen, kann man nur Skorpione züchten und außer Öl ist da nicht viel los. Also die haben alle einen riesen Wassermangel, keinen fruchtbaren Boden und die sind nicht autark, ne? Also die ganzen nordafrikanischen Länder haben zwar Südfrüchte in Größenordnung, aber ohne ordentliche Bewässerung ist da nichts, ne? Da kannst du noch ein paar Kakteen ziehen und ein paar Palmen und das war's. So, gibt es jetzt noch weitere Fragen? Bitte was zum Steuerrecht. Ja, also Steuerrecht ist ja die ähnliche Geschichte wie mit einem Zinsgroschen. Wenn man sich da zu weit aus dem Fenster lehnt, wird es gefährlich. Ich sag's mal so. Die Abgabenordnung ist ein Gesetz, was aus 1933 bis 1945 stammt. Also da hatte der Hitler einige Gesetze erlassen. Das Einkommensteuergesetz ist aus der Zeit und auch. Was war es noch? Ja, die Abgabenordnung. So, und das hat die Bundesrepublik sozusagen fortgeschrieben. Also wer da mehr wissen will, müsste sich da mal an den, ach, wie hieß er denn gleich, der Finanzexperte. Fällt mir wieder ein. Wenn mir der Name noch einfällt, werfe ich ihn nochmal in die Runde. Ja, und der hatte sich damit befasst und hat gesagt, na, sie haben eigentlich das, was der Hitler festgelegt hat, einfach nur fortgeführt, weil es ja vom Staat keine neue Anweisung gab, wie es denn nun zu sein hat. Das ist die Argumentation, die das Finanzamt bringt. So, und jetzt versuchen sie, den Steuerpflichtigen sozusagen das Elster aufs Auge zu drücken, weil in der Elster AGB steht im Paragraph 6, soweit ich weiß, drinne, dass alles nach dem Schenkungsrecht läuft. So, und dann ist es gar keine wirkliche Steuer, sondern sozusagen nur eine Schenkungsgeschichte und dann kann die BRD damit machen, was sie will. Weil sie geht ja damit aus, dass sie diesen. Nee, Lorenz war es nicht, das war jemand anders. Samjeske. Ja, Helmut Samjeske. Er hatte sich da sehr intensiv mit der Finanzamtsgeschichte befasst. Ich habe ihn persönlich auch schon mal kennengelernt. Also er hat das so begründet. Und im Prinzip ist ja nichts unterschrieben. Ja? Also diese ganzen Gesetze, alles nur, ja, sagen wir mal, hergebrachtes Recht, aber eben kein gültiges staatliches Recht. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Du kannst natürlich als Gewerbetreibender sagen, ich bezahle keine Steuern. Dann dauert es nicht lange, kommt das Überfallkommando und die nehmen dir alles weg. So, dann hast du gar nichts mehr. Weil willst du dich beschweren? Ich meine, du kriegst vielleicht dein Geld wieder, wenn der Staat dann wieder umgeworfen wurde. Aber wie lange dauert es noch, ne, bis das alles umgefallen ist und der Finanzbeamte dann zur Rechenschaft gezogen wird? Das ist Spekulation, das ist wie Lotto. Also ich empfehle, wer Gewerbebetrieb hat, muss so kalkulieren, dass er eben diese Steuern halt aufbringen kann und schreibt aber dann auf der Steuererklärung drauf, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung, in Klammern Abgabenordnung 415 oder 5, ich weiß es nicht genau, müsst ihr dann mal gucken. Guckt doch mal in der 400 noch was in die Abgabenordnung rein. Da steht irgendwo das Inkrafttreten und das Inkrafttreten in Klammern. Schlimmste 415. Aber ich kann die Paragraphen auch nicht alle auswendig. Ja, und das heißt ja, wenn Inkrafttreten in Klammern steht, ist also dort kein Inkrafttreten geregelt. Das heißt, die Abgabenordnung nicht wirklich in Kraft. So, und in Abgabenordnung kann man natürlich ganz schnell Steuern nehmen. Geht irgendwie schwierig. So, dann geht's, ja, gut. Ist die Frage soweit? Ja, 415. Da kommt es genau, ne? Latex, Olli. Genau, 415. Ja, nun ist eine Frage, will man eine neue Baustelle aufmachen, will man sich mit dem System so anlegen, dass sie in Blatt hauen, oder macht man lieber eine Vorbereitung einer
Verweserwahl und macht das über die Art und holt sich das dann hinterher wieder. Wie gesagt, wenn es nicht rechtsmäßig ist, greift die AGB, das heißt die 17% Zinsen. Ne? Weil, wenn man dann noch den Satz unten drunter schreibt, das ist ein Darlehen, dann kann man natürlich auch Steuern erheben. Das wäre, würde ich schon eher vorschlagen. So, noch eine Frage. Uwe, beantworte mir mal noch eine Frage, was Status Info da macht, das Volk zu entnazifizieren über eine falsche Weimarer Verfassung. Bringt das überhaupt? Also, Status Info. Sind sehr viele Leute dabei, die vom sogenannten Verfassungsschutz bezahlt werden. Das wissen wir von einigen ganz sicher, von einigen vermuten wir es, weil sie eben mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Die Weimarer Verfassung ist deswegen nicht gültig, weil sie durch eine Selbstermächtigung von Max von Baden eingesetzt worden ist und nicht über den normalen Reichstag bzw. auch über den Staat sozusagen eingesetzt wurde. So, ein grundsätzliches Problem gibt es bei allen Verfassungen, auch bei der Paulskirchenverfassung, weil dort keine direkte Wahl vom Volk passiert ist. Die haben also nur den Text vorgelegt und Vertreter des Volkes haben darüber abgestimmt. Also sind das alles nur Vertreterverfassungen und keine direkt vom Volk gewählte Verfassung. Das ist also das Grundübel aller dieser ganzen Verfassungen. So, aber da muss man sagen, von denen, die in Frage kommen, ist die 1871er Verfassung noch die, die hier greift, weil sie die noch innerhalb der staatlichen Legitimation und ja, Weisungsrechte, sage ich mal, entstanden ist. Das ist das, was man also hier ansetzen kann. Weiterhin kann man natürlich sagen, dass die 1848er Verfassung eine Art Blaupause war für die Länderverfassungen, die ja dann auch noch entstanden sind. Innerhalb der Bundesstaaten gab es auch noch eigene Länderverfassungen. Und die Länderverfassung hätte in dem Fall Vorrang. Ja, die Abstimmung muss man bis vor den Einsätzen des Rußtag machen, weil er fragt immer gerade Abstammung vor 1914. Ja, ich würde es machen vor dem Rußtag, weil das Rußtag selber auch ein problematisches Gesetz ist, weil die Bundesstaatenangehörigkeit, wissen Sie, ob der Kaiser die einfach aufheben durfte. Das ist ja die Frage, die noch nicht geklärt ist. Ja, der Kaiser kann zwar was verfügen, aber die Frage ist, durfte er das zu diesem Zeitpunkt? Weil die Bundesstaatenangehörigkeit, er kann ja nicht einfach in die Bundesstaaten reinregieren. Deswegen ist es sinnvoll, bis vor den 22.07.1913 zu kommen. Das ist also die verfassungsrechtliche Frage, die noch nicht zu klären ist. Die kann dann später nur der Reichsverweser entscheiden und der wird ja dann auf Vorschlagsrecht von Preußen vorgeschlagen. Ne? Also die Preußen schlagen den vor und alle müssen den dann wählen. Also alle, die dann die Erfordernisse des Rußtags und des Verfassungsnotstands vom 18.17., 18.07. erfüllen. So, was gibt's noch? Habe ich jetzt die Frage beantwortet oder habe ich jetzt einen Punkt vergessen? Ich muss mal zurückscrollen. Ja, das rollt ja so schnell, dass ich schon ihn mitlesen kann. Lass mal gucken. Ahnennachweis, ja. Also die ganzen Ahnennachweise muss die staatliche Wahlkommission prüfen und auch bestätigen, weil Reichskanzler oder irgendwelche Selbstermächtigungen von alten Gründungen dürfen es nicht. Ja, die Siegelrechte sind denjenigen vorbehalten, der das Referendum gewinnt. Ja, ich weiß auch, dass die Werding hier, wie er gerade erwähnt worden, kalte Gründung macht. Ja, ist aber nicht, funktioniert nicht. Ne? Also nochmal zum Verständnis: kalte Gründung. Ich denke mal, das sollte man nochmal klar sagen. Also, was ist eine kalte Gründung? Eine kalte Gründung ist, wenn der Verein sagen wir mal, sich mit den verfassungsrechtlichen Dingen befasst, ich drück's mal vorsichtig aus, und dann aus ihren Kreisen einer wählt, der angeblich ein Verweser sei. So, da kann man sich überlegen, das ist ungefähr wie so wie bei einem Gartenverein. Ne? Der Gartenverein wählt einen Vorsitzenden und der Vorsitzende von dem Gartenverein ist noch lange kein Verweser. Demzufolge funktioniert das nicht. Und wenn der Gartenverein Land sowieso heißt oder Gemeinde sowieso, ist es noch lange nicht der Zugriff auf die Gebietskörperschaft. So, und deswegen kann man sagen, es ist eine kalte Gründung. Also die haben sich irgendwas überlegt, Kunst ist frei, aber hat keinen wirklichen Einfluss. Wenn man ein Referendum macht, also jeden fragt, der im weitesten Sinne wahlberechtigt ist, also im weitesten Sinne heißt, der an einem Verfassungsnotstand teilgenommen hat oder nach Rußtag erfüllt, das ist dann eine ganz andere Nummer. Das ist dann wirklich der Übergang vom Souverän zu dem wirklich berechtigten Volksvertreter. So, und das müsste dann die Wahlkommission erstmal prüfen. Dann muss die Wahl laufen und dann kann
ein regionaler Verweser, also der für einen Kreis, für einen Bundesstaat oder so sprechen kann, dort das ausfertigen. Weil die Staatsangehörigkeit ist im Bundesstaat verordnet, nicht im Reich. Also Reichsangehöriger wird man nur, weil man im Staatsangehöriger war. So, gibt es noch weitere Fragen? Ich habe jetzt nicht alles gelesen. Also eventuell müsst ihr eure Fragen noch mal eintippen, weil ich sehe nur die letzten. Ihr seht ja ungefähr ein bisschen, wie weit der Chat geht. Ach, hier oben, hier in dem... ja, ich kann es leider jetzt nicht zeigen. Also hier ist eine Frage. Wenn ich A11 abgebe und mein Perso eingezogen wird, wie läuft das dann weiter? Lohnsteuern läuft erstmal ganz normal weiter, weil die A11 macht einfach nur die Forderung auf, die Bundesstaatenangehörigkeit zu kriegen. Und solange man die Bestätigung dafür noch nicht hat, ist man ja noch nicht wirklich in der Bundesstaatenangehörigkeit angekommen, aber die Gemeinde übernimmt sozusagen die Haftung dafür, für alles, was in der Zwischenzeit passiert. Regulär können sie die Haftung nur für die ersten 14 Tage ablehnen, weil eine Verwaltung hat nun mal das Recht einer Bearbeitungszeit. Aber nach 14 Tagen geht die Haftung auf die Gemeinde auf, ob das jetzt eine Pfändung nach GEZ ist oder irgendeine UWIG. Die Gemeinde muss das dann später ersetzen. So, deswegen ist es eine gefährliche Nummer, wenn irgendwelche Gemeinden sagen, wir nehmen den Personalausweis nicht an. In dem Moment, wo der A11 eingeht, hat die Gemeinde die Verpflichtung, die Staatsangehörigkeit ordentlich zu bestätigen. Und wenn sie es nicht machen, nur, dann haben sie halt ein Haftungsproblem. Also da kann man dann später dagegen vorgehen und dann der Gemeinde die Folgeschäden aufs Ohr drücken. Das ist das, was möglich ist. So, also gib mal einen Hinweis von Wessis bzw. Persoabgabe von Weserwahl. Ja, also bei Wessi haben wir ja das Problem, Wessiland ist noch nicht geräumt, weil Amerika, England und Frankreich eben auf ihrem Besetzungsgebiet so lange hocken bleiben, bis irgendein Verweser gewählt ist. So. Eine Verweserwahl können sie nicht verhindern, weil es ist nun mal unser gutes Recht, weil auch diese Staaten haben die Genfer Konvention und die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben und dort steht drin, dass wir einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen dürfen. Und wenn Bundesverfassungsgericht schon entschieden hat, dass der Bundestag nicht der gesetzliche Gesetzgeber ist, haben wir also immer noch die Möglichkeit, einen solchen zu wählen. Und das wäre eben der Verweser. Jo, gut. Man muss ja immer sagen, aus welcher Sicht hat man es denn? Also im Prinzip hast du, wenn mit Abgabe der A11 gekündigt, und das kannst du auch fristlos machen, weil du ja keinen Arbeitsvertrag hast, der eine Kündigungsfrist festlegt. Das ist ja der Punkt. Ne? Also wenn du auf einen mündlichen Verdacht hin arbeitsmäßig tätig wurdest, weil du halt hier in einem Land gewohnt und gegangen bist, ja, dann ist eben, wenn du erklärst, nee, ich bin hier kein Personal, ist die Sache genau in dem Moment schon gelaufen. Ne? Weil niemand hat ja eine Verpflichtung abgegeben, hier kostenpflichtig zu arbeiten, also noch Geld mitzubringen, um arbeiten zu dürfen. So, die nächste Frage. Uwe, ich habe gehört, dass die Russen die Belagerer sind und Ami und Engländer und Franzosen die Besatzer. Was ist da dran? Naja, also, die Russen haben ja geräumt. 2006 ist der letzte offizielle Soldat hier abgezogen und die Besatzung wird offiziell noch durch den Botschafter gehalten. Ne? Also in der russischen Botschaft sitzt also nach wie vor die Besatzungsmacht, die eben ein Recht ausüben, weil sie eben über die Verträge mit dem Berliner Bürgermeister eben eine gesetzgebende Gewalt ausüben. So, und diese haben sie noch. Aber das aktive Mandat, um eben hier irgendwo in die regionalen Verwaltungen reinzusprechen, hat eben irgendwie Gorbatschow oder was an Frankreich abgetreten. Aber dieser Vertrag ist letztes Jahr schon ausgelaufen. Also das war schon 15.04.2015, wenn ich es noch richtig weiß. Aber Putin hat noch nicht die Verträge abwerfen können, die der Lenin mit der Federal Reserve gemacht hat, bezüglich des Rubels. Rubels an den Dollar zu binden. So, das läuft erst aus, dieses Jahr. Sollte aber auch irgendwie im April sein, wie ich gehört habe. Aber genaue Bestätigung habe ich noch nicht erhalten. So, kann es sein... so, was haben wir noch? Alles nur noch Handelsrecht. Na, so ist es nicht. Also es ist so, dass die Feuerwehr, das Rettungswesen, was haben wir noch alles so, was in einer Gemeinde existiert, die Gemeindeschwester,
Die arbeiten schon im Notstandsrecht von Kaiser. Haben sie schon immer gearbeitet, das wissen die bloß nicht. Aber es ist so. Ja. Ja, da ist nichts Handelsrecht. Man kann sich dann drüber streiten, ob der öffentliche Nahverkehr auch ins Notstandsrecht vom Kaiser fällt, aber wir haben ja hier nur Verkehrsbetriebe, die in der Weimarer Republik verortet sind. Also wir haben ja gar keine städtischen Betriebe mehr, die Nahverkehr machen. Also das ist umstritten. Jo, dann, was haben wir noch? Ich habe noch nichts von einem Dresdner Stammtisch gefunden. Kann einer helfen? Ja, also es gibt in Dresden die Sachsenvision, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Da kann man sich einfach mal bei Google mal Sachsenvision eintippen, da kommt dann die Seite. Dort ist dann immer der nächste Treffpunkt. Die haben, glaube ich, ihren Treffpunkt jetzt verlegt, aber es ist wohl, glaube ich, im Impressum schon geändert. Also die haben ein neues Lokal jetzt. Warum, wieso, weiß ich nicht. Guckt einfach mal rein. So, was gibt's noch? Im Kanal von Aktionsbund Gelber Schein wird gesagt, dass der Gaukler der Verweser ist. Ja, genau, das ist also auch so eine Desinfo. Kann man sich aber ganz leicht überlegen, wie entsteht der Bund? Der Bund entsteht aus den Gewinnern der Wahlen. So, wenn die Wahlen auf der Grundlage der Weimarer Republik stattgefunden haben, war im Grundgesetz und auch in den Länderverfassungen ist jeweils die Weimarer Verfassung inkludiert. Kann sie nicht staatlich sein. Und wenn sozusagen aus dem Bundestag heraus, der Bundespräsident gewählt worden ist, können ja nur die Rechte delegiert worden sein, die der Bundestag hatte. Und wenn der Bundestag kein gesetzlicher Gesetzgeber war, ist es der Herr Gauck auch nicht. Das ist die einfache Argumentation. Na, man muss immer überlegen, wer kann wem welche Rechte übertragen. Und niemand kann mehr Rechte übertragen, als er selbst hat. Und wenn man eben durch die Wahlgesetzgebung in die Weimarer Republik fällt, ne, weil Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, alles Gesetze der Weimarer Republik. Und die führen natürlich dazu, dass sich der Bundestag genau dann ins Ausschießt, wenn er nicht die staatliche Wahlgesetzgebung beachtet. Und das macht er ja nicht. Solange er Frauen mitwählen lässt, ist er bereits schon raus aus der kaiserlichen Gesetzgebung. So, was haben wir noch? Der Honigmann Bienen habe ich noch nie gelesen. Wird wahrscheinlich heute nicht online sein. BVG, was soll das sein? BVG verkauft und vermietet wohl. Keine Ahnung, weiß ich das nicht. So, Uwe, hier in Württemberg haben wir ganz clevere Leute jetzt die Verfassung des Freistaats Preußen übernommen und bezeichnen sich als Bundesstaat Württemberg. Ne, funktioniert nicht. Der Freistaat Preußen ist in offener Verfassung von 1920 und diese Verfassung ist willkürlich entstanden. Wenn man ein staatliches Konstrukt erzeugen will, muss man das aus dem Verfassungsrecht vom 27.10.1918 machen. Die versuchen einfach, die Leute auszutricksen. Und ja, das sind also Leute vom Verfassungsschutz, die hier Freistaat Preußen organisiert und hochgezogen haben. Das ist nichts, sind keine Leute, die zu uns gehören. Also ganz klar. Wir wissen auch, wer es ist, aber sage ich das ja nicht über den Kanal. Fakt ist, dass sie den Auftrag haben, die Bundesrepublik mit solchen Erklärungen in die Weimarer Republik zu schicken. Und zwar mit freiwilliger Annahme dieser ungültigen Verfassung und dann einen Putsch zu machen. Das ist das, was Frau Merkel vorhat. Und wer das unterstützt, da muss sich dann nicht wundern, wenn er den Vorwurf des Verfassungshochverrats zu hören kriegt. Was nichts anderes ist, der Freistaat Preußen. Bundesstaat Preußen ist was anderes. Ja, wenn Bundesstaat Preußen müsste aber der Bundesstaat über das Referendum und Wahlkommission zustande kommen. Aber das müsste er erst da machen. Und solange wie ich aus Berlin noch keine Rückmeldung habe, dass die eine Einladung haben zur Verweserwahl, hat das nicht stattgefunden. In keinem mir bekannten Gebiet hat es bis jetzt ja, eine Verweserwahl gegeben. Es wird jetzt eine organisiert, aber das ist noch ein bisschen im Entwurf, sage ich mal. Ja. Jo, gut. Ja, also Bundesstaat Preußen funktioniert, aber da müssen sie erstmal eine Wahlkommission machen. Soweit ich weiß, gibt es in Berlin wohl 10 Leute, die sich mal zum Stammtisch zusammengefunden haben. Aber ob die jetzt nur Freistaat Preußen machen oder Bundesstaat, keine Ahnung. Aber alles, was kalte Gründung ist, ist im Prinzip Weimarer Republik. Na? Also man muss erst die Wahlkommission auf den Weg bringen, sonst hat das keinen Zweck. Na? Und die muss dann über das Notstandsrecht von 1914 arbeiten. Das heißt, die haben die einzige Aufgabe, den Verfassungsnotstand zu heilen. Und nur deswegen haben die Legitimation.
So, nächste Frage. Uwe, hast du in deinem Gebiet eine Verweserwahl schon gemacht? Hast du dich selbst mit R12 schon ausgetragen? Ich habe die R12 selber schon abgegeben und bin an der Vorbereitung einer Verweserwahl. Aber wo genau, sage ich jetzt nicht, weil wir wollen, dass wir schon einen Überraschungseffekt haben. Also auf jeden Fall innerhalb von Sachsen wird eine sein und innerhalb von Thüringen wird eine sein. Das ist sicher. Aber wo, sage ich jetzt nicht genau. Ja, also ich bin momentan dran, das vorzubereiten. Man kann eine Verweserwahl dort machen, wo ein Siegelgebiet ist. Also dort kann ein eigener Verweser gewählt werden, der dann natürlich nur für das Siegelgebiet was machen kann. Funktioniert an allen kreisfreien Städten. Also wenn Dresden Innenstadt sich einig wird, eine Wahlkommission zu gründen, dann können die dort gründen, müssen aber Referendum machen. Müssen also im gesamten Leipzig, Chemnitz, Dresden, die drei Großstädte sind kreisfrei, die können eigene Verweser haben. Chemnitzer Stammtisch. Ja, wollen wir uns demnächst treffen? Ich glaube, warte mal. Guck mal bei mir in kaiserrundfunk.com in die Terminliste rein. Oben bei den Beiträgen steht das. Da stehen die Termine, wo ich dann das nächste Mal bin. So, ich finde es echt großartig, wie du nach dem Lesen einer Frage im Bruchteil einer Sekunde eine fachliche Funktion mit der Antwort rausschießt. Na, hoffe ich mal, dass das richtig war. Haben wir noch einen? Ich finde, wir sollten eine Liste machen nach Postleitzahlen, um sich zu finden. Ist eine gute Idee, kann aber auch nach hinten losgehen, weil der Verfassungsschutz liest da sicherlich auch mit. Organisiert euch in kleinen Gruppen, in kleinen Stammtischen und tut nach Möglichkeit keine Adresslisten machen. Also nur durch persönliches Kennenlernen. Tauscht euch die Telefonnummern aus, aber tut das nicht sammeln. Einfach nur Erfahrungswert von einigen Jahren Schotter zu Fluchscharen und da ist der Stasi auch nachher getrapst. Und diese alten Prinzipien sollten wir nicht unüberlegt verlassen. Also organisiert euch in kleinen Gruppen zu 20 Leuten, seid untereinander bekannt und dann vernetzt euch nur über die Leiter. Es macht einfach Sinn, weil wir wollen nicht, dass hier Leute weggeschlagen werden. Bis jetzt sind wir verschont geblieben. Da müssen wir immer bedenken, wir haben ja eine Staatsgründung vor oder eine Staatswiederauflebung vor. Und die Bundesrepublik wird alles tun, um das zu verhindern. Weil dann ist er zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie hier gemacht haben. Die letzten 100 Jahre. Grüner, roter Reisepass. Ja, also zu dem Pass muss man sagen, Pass kommt von Passierschein, also ein Genehmigungsschreiben. Und ob das nur der Pförtner ausstellt oder was auch immer, wenn es von allen akzeptiert wird, ist es erstmal nicht schlecht. EU-Bürger kann man meiner Ansicht nach damit nicht werden, weil der Kaiser kein EU-Bürger wurde und auch dem der EU nicht beitrat. Und solange wie der Kaiser das nicht unterschrieben hat, sind wir kein EU-Mitglied. Dass die Bundesrepublik uns als EU ansieht, ist ja selbstgewähltes Elend. Aber wir können das jederzeit aufhalten. Also EU ist nur eine Bank und die kann keine staatliche Legitimation haben. Bilderberger Treffen im Juli oder Juni in Dresden. Habe ich gehört, soll irgendwie in einem Hotel sein, habe ich gehört. Sie haben irgendwas vor. Keine Ahnung, was da wird. Naja. Soziale Beantragung. Habe ich jetzt versucht. Aber du musst erstmal die Rechtsstellung des Bundesstaatenangehörigen kriegen. Die sogenannten Asylanten oder Invasoren, die haben es da komischerweise einfach. Aber warum und wieso das so ist, habe ich heute ja in einem Video auch erklärt, in der 40C. Guckt euch einfach mal an. Das Video von Conrebi und das ist ja wichtig. Untertan und Verfügungsmasse. Ja, gucken wir mal. Habe ich selber noch nicht gesehen. Hartz IV anmelden, abmelden. Also warum sollst du kein Hartz IV nehmen? Es ist im Prinzip eine Vorkasse. Weil die wirkliche Sozialhilfe, die kommt ja aus der kaiserlichen Gesetzgebung. Kaiserliches Gesetzbuch hatte auch schon ein Sozialgesetzbuch. Und das ist ja das, was uns zusteht. Das Problem ist nur, sie geben uns die Rechtsstellung nicht, dass du mit deiner Bundesstaatenangehörigkeit den Alimentierungssatz kriegst. So, aber wenn er dir von der gesetzlichen, wenn du es gefordert hast, also die Voraussetzung ist, dass du es ordentlich gefordert hast. Mit der A12 mit der A11 hast du es ja schon gefordert. Dann haben die 14 Tage Zeit, das auszufertigen und danach müssen sie es dir geben. Und wenn sie es nicht machen, haften sie dafür. Wenn natürlich die Bundesrepublik dann irgendwann pleite ist, dann wird sie natürlich nicht mehr zahlungsfähig sein können, aber den Rechtsanspruch zur Auszahlung hast du dann trotzdem noch. Und der ist dann nicht auf 25 Jahre beschränkt, sondern das ist unbeschränkt. Ne? Also deswegen heißt es ja Höllen und Zähne knabbern. Habt ihr ja schon, wenn ihr mal die letzte Buch der Offenbarung ja, in der Bibel gelesen habt,
dass diejenigen, die sich hier an der NWO beteiligen, mal später die sein werden, Heulen und Zähneknabbern. Warum? Na, weil das kaiserliche Recht weder eine zeitliche noch eine betragsmäßige Beschränkung der Wiedergutmachung hat. Sondern da wird der Schaden reguliert, bis er reguliert ist. So, was haben wir noch? Wir sind das Personal der Firma BAD. Wir sind ihre Sklaven. Ja, wir sind nur deswegen Personal, weil wir einen Personalausweis angenommen haben. Und wenn wir kündigen und den abgeben, sind wir erstmal kein Personal. Weil die können uns keinen Arbeitsvertrag vorlegen, den wir haben unterschrieben. Das ist der Punkt. Und solange wie die keinen Arbeitsvertrag unterweisen, dann können sie uns auch keine Arbeitsbummelei unterstellen und uns als Personal behandeln. Das ist eine ganz klare arbeitsrechtliche Geschichte. Also da würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Im Handelsrecht sind wir nicht angelangt, weil wir haben dem Handelsrecht nicht zugestimmt, weil die staatsbürgerlichen Rechte sind unveräußerliche Rechte. So. Also der Kaiser hat nicht erlaubt, dass man das verkaufen darf. Caro, gibt es in Gotha einen Stammtisch oder ähnliches? Na, es gibt in Nähe Gotha einen Honigmann. Da wird sicherlich auch ein Regionalstammtisch haben. So, nächste Frage. Sollte ich mein Esther-Eintrag mit Eintragung erworben durch Geburt, Abstammung widersprechen? Also, RU in Klammern Stack ist das Stack. Du widersprichst der Bezeichnung RU-Stack. Die sollen dir das nach RU-Stack bestätigen, ohne Klammer. Und dann werden sie sich weigern und dann fragst du, warum sie sich weigern, weil die gesetzliche Gesetzgebung immer noch die ist, die durch die HLKO eingesetzt wird. Und die ist immer noch vom Ersten Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg gab es keinen Stack. DDR-Personalausweis und Reisepass. Problem ist erstmal, er ist abgelaufen. Das heißt, die DDR müsste ihn verlängern. Der DDR-Personalausweis macht aber nur eine Rechtsstellung als Staatsbürger, nicht als eine Staatsangehörigkeit. Die DDR-Bürger waren alle Staatsangehörige des Kaiserreiches mit einer Staatsbürgerschaft BRD. DDR, Entschuldigung. Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit sind zwei verschiedene. Staatsbürger bist du, wenn du lange Zeit in einem Gebiet gewohnt hast und die sozusagen aufgenommen haben in ihre örtliche Gemeinschaft. Das ist das Staatsbürgerrecht. So, dass du eben dort bei der Gemeindeversammlung dich aufstellen lassen kannst und mit gewählt werden kannst, das ist das Staatsbürgerschaft, hat er mit einer Staatsangehörigkeit erstmal nichts zu tun. Die Staatsangehörigkeit hat die DDR nicht angetastet. Ja, keine Rechtsnachfolge von 1934. So, also insofern widersprecht dem Ding und sagt, sie sollen das ordentlich bestätigen nach Rustag. Und da werden sie sich winden wie ein Wurm. Mal sehen. Kannst ja versuchen. Ich denke mal, dass die schnelle Möglichkeit ist einfach aufheben, ist klar, ja. Wie gesagt, da ist er halt abgelaufen. Der Ungültigkeitsstempel der Bundesrepublik ist auf jeden Fall ungültig. Also ungültiger Ungültigkeitsstempel ist auch schon mal Fakt. Weil die Bundesrepublik durfte es nicht. Ich habe eine Esther-Auskunft verlangt, die hatten nichts über mich. Gleich wie bei meiner Mutter. Ja, Esther ist immer im Prinzip ja das Register derjenigen, wo sie das Geburtsrecht verkaufen wollen und dürfen und sollten. Ja, es ist also nichts Positives. Also wer da drinnen auftaucht, hat ein Problem. Er muss dann beweisen, dass er keine deutsche Staatsangehörigkeit wollte. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Eine Apostillierung nützt im Prinzip auch nichts, weil die Apostillierung aus Brüssel ist ja eine vom Feinstaat. Und der Kaiser hatte keine Apostillierungen. Dort hast du einen Heimatschein gehabt und das kann jede Gemeinde ausstellen im Notstandsrecht von 1914. Ja, also ihr Bürgermeister der Bundesrepublik könnte ein Notstandsleiter des Kaisers sein. Er muss einfach nur wissen, welche Gesetzgebung muss er anwenden und dann kann er sagen, Kraft Notstandsgesetzgebung von 1914 erteile ich Ihnen die Rechtsstellung eines Bundesstaatenangehörigen nach Rostock. Fertig. Und da ist er aus der Verantwortung raus. Was du dann damit machst, ist dann nicht sein Problem. Aber die Bürgermeister wollen ihre Macht behalten, aber sie werden in den Bürgerkrieg reingezogen, früher oder später. Genau dann, wenn die Leute rausfinden, dass sie betrogen wurden. Und da möchte ich nicht Bürgermeister sein, sag ich euch ganz ehrlich. So, was haben wir noch? Munster, es gibt keine Ausweispflicht mit dem Passo. Richtig. Es gibt eine Passpflicht, keine Ausweispflicht. Eine Passpflicht deswegen, weil wir noch im Kampfgebiet sind. Ein Kampfgebiet, was durch einen Waffenstillstand ruhig gestellt wurde. So, und die gegnerischen Parteien müssen schon wissen, wer durchs Kampfgebiet marschiert. Ja, der 31.12.1937 ist das Kampfgebiet. Hat nichts mit den Staatsgrenzen zu tun. Und in diesen Grenzen hast du diese Passpflicht.
Ja, wie das natürlich in Pullen aussieht, weiß ich nicht. Also die A11, nochmal um die Frage zu antworten, folge ich der A11 bzw. der A12, da steht quasi ja auch eine Anleitung drin. Die A12 ist momentan eine Vorabversion, weil noch nicht alle Rückmeldungen rein sind. Also ich habe einige angefragt, was ist denn bei dir rausgekommen, wenn du das so und so gemacht hast, und da habe ich noch nicht von allen eine Rückmeldung. Ich würde das aber gerne in die A12 noch einarbeiten. Deswegen habe ich die A11 als benutzbare Version und die A12 als eine Vorabversion. Wir sind alle noch am Einsammeln von Beweisen, wie die Gemeinden versuchen zu tricksen. Und wir wollen möglichst alle Tricks mit der A12 erschlagen. Das ist das Ziel. Eine erweiterte Meldeauskunft bekommen, über Personalstatus nichts bemerkt. Ja, nochmal. Die Datenvollauskunft geht nicht nach Melderecht, sondern nach Bundesdatenschutzgesetz. Ich habe heute nochmal nachgelesen, ich hatte mich da in dem Video mal versprochen, heute Nachmittag. Es ist da. Entschuldigung, der Paragraph 19 und der Paragraph 34. Dort ist geregelt, dass ihr die volle Datenauskunft zu beanspruchen habt. Alles, was über euch gespeichert ist. Und in dieser Auskunft muss irgendwas drinne stehen über den Personalstatus. Das ist einheitlich in der Bundesrepublik. Nee, nicht nach Bundesmeldegesetz, nach Bundesdatenschutzgesetz. Paragraph 19 und Paragraph 34. Meldegesetz ist das, wo sie tricksen können. Also müssen sie dann ja alles sagen. Bei dem anderen müssen sie alles sagen. Nach Bundesdatenschutzgesetz. Habe ich aber schon x-mal gesagt. Genau zuhören. Also die versuchen Tricks. Ne? Müssen wir aber wissen. Sie sind aber verpflichtet, nach der Auskunft Bundesdatenschutzgesetz alle Daten rauszurücken. Und da lässt doch mal bitte genau den 19 ein, den Paragraph 19. Da steht nämlich auch drin, dass sie nachweisen müssen, wo diese Daten her sind. Das kannst du einfach so beantragen und dann müssen sie dir das sagen. Also, wo haben die Daten her, die sie über dich gespeichert haben? Da müssen sie dir Auskunft geben. Das wird dann sehr interessant, wenn da NSE steht. Bin ja gespannt. Habe mir eine Datenvollauskunft an der Meldebehörde. Dort drin gibt es einen Eintrag Personalstatus aktiv. Naja, willkommen als Personal. In der A11 heißt es Personalstatus immer. Ja, genau. Der Personalstatus heißt, die Bundesrepublik sieht dich als Personal an. Und sie verwaltet dich als Sache. Das ist das Problem. Und nach dem staatlichen Recht tritt der bürgerliche Tod nicht ein. Das staatliche BGB erlaubt keinen bürgerlichen Tod. Und das UCC und das Handelsrecht ist eben diesen bürgerlichen Tod zu postulieren. Und Tote können nichts verfügen und aus dem Falle kommst du, wenn du immer dort reingefallen bist, nie wieder raus. Also das ist wie eine tiefe Grube für einen Käfer, der dann nur noch zappelt, aber sich nicht wirklich selber mal helfen kann. So, was haben wir noch? Vertragsrecht. Jede Firma, die einen Vertrag schließt, ist vertragsrechtlich gebunden an Vertragsrecht. Dem Nehmer, dessen sie es einzeln zu erklären, tun sie nicht vertragsrechtlich. Ja, also, wie gesagt, du hast keinen Arbeitsvertrag in der Bundesrepublik und die haben im Prinzip eine Bedingung geschaffen, dich glauben zu lassen, dass du irgendwas Staatliches in Händen hältst. Also, genau vor 10 Jahren oder wenn du den Ausweis erst einmal beantragt hast, haben sie ja so getan, als wären sie ja der große Staat, der große Rechtsstaat. Aber waren schon eine Firma. Also haben sie Täuschung im Rechtsverkehr begangen. Und Täuschung im Rechtsverkehr macht jeden Vertrag nichtig. Ob das ein Personalstatus ist oder eine Personaleigenschaft, spielt erstmal keine Rolle. Das ist Täuschung. Und in Mitteldeutschland ist es einfach davor vorzugehen. In Wessiland müssen sie sich auf Mitteldeutschland berufen. So, Grundsatz zur Gleichbehandlung. Gibt es im Grundgesetz, ist das drin. Also, dass alle eine Gleichbehandlung erfahren müssen. Aber auf keinen Fall eine Schlechterstellung. Ja, das heißt also, wir als Mitteldeutsche müssen wahrscheinlich Wessiland retten, das wird nicht anders werden. Personenstatus. Ich habe bei manchen schon einmal den Wort Personenstatus gesehen. Bei dem Personenstatus steht aber aktiv oder inaktiv, nee, aktuell oder nicht, oder ja, nur aktuell, bei Personenstatus. Und beim Personalstatus steht aktiv oder inaktiv. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe 10 verschiedene Varianten von diesen Datenvollauskünften gesehen, weil das jede EDV-Verwaltung in jedem Bundesstaat anders macht. Die Frage ist, nach welcher gesetzlichen Grundlage werden die Dinger erstellt? Naja, also hier wird gefragt, eine Fehlberatung, ob der Vertrag nichtig wird.
Naja, es ist wie beim Mobilfunkvertrag. Wenn sie dich falsch beraten haben, musst du das erst schon mal beweisen und belegen. Da geht's schon los, dass du das nicht so einfach kannst. Aber wenn du kündigst, dann bist du raus aus der Nummer. Ja? Dann ist es Willkür, wenn sie dich drinnen lassen. Irgendwas klappert hier ständig. Ja. Tja, was haben wir noch? Ich musste bei der Beantragung auf dem Pad unterschreiben. Angeblich zur Bestätigung, dass ich Deutsche bin. Ja, eben, das musst du eben gleich löschen lassen. Weil niemand muss auf dem Pad unterschreiben. Das ist einfach eine Lüge. Und die Mitarbeiterin macht sich strafbar, wenn sie Daten erhebt, deren du nicht einverstanden warst. Also machst du eine Aufforderung, die sollen diese Daten unverzüglich löschen und du möchtest bitte eine Ausfertigung auf Papier haben. Und du würdest das kontrollieren wollen. Und nach dem Bundesdatenschutzgesetz sind sie verpflichtet, das sofort zu löschen. Die sind nicht berechtigt, deine Unterschriftsmerkmale zu speichern. Ohne deine Zustimmung. Grundsätzlich nicht. Machen sich richtig strafbar damit. Aber es müsste der Mitarbeiter erstmal begreiflich machen. Notfalls müsste er ihm dann auch mal eine Strafanzeige machen. Also eine Unterschriftendiebstahl, das ist schon eine fette Nummer. So, um mich jetzt mal einzuwerfen, so gut sich das alles anhört, es wird nie dazu kommen, dass sich die Gesetze von früher gelten. Dafür müssen wir Polizei und Geheimdienste sorgen. Naja, die Gesetze von früher, du musst immer unterscheiden zwischen gelten und gültig. Ne? Gültig sind die alten Gesetze, die haben deswegen gültig, sind deswegen gültig, weil die Haager Landkriegsordnung seit dem Ersten Weltkrieg gilt und das Kriegsende nur durch einen Verweser oder durch einen Kaiser erklärt werden kann. Und das ist noch nicht passiert. Insofern haben wir immer noch die Rechtsetzung von 1914. Und dass es so ist, kannst du einfach daran erkennen, weil das Reichsversicherungsgesetz von 1914 bis zum heutigen Tag angewendet werden muss, wenn eine Versicherung eine Immobilie schätzt. Ja, die neue Gesetzgebung geht dafür nicht. Und die Versicherungen, die müssen sich eben aufs Kataster stützen. Und das ist in dem 1914er Rechtskreis verortet. So, das ist eigentlich der Beweis. Hätten wir ein Bundesrecht, würden die Versicherungen das sicherlich ein Bundesschätztabelle nehmen. Aber genau das machen sie nicht. Und die wissen sehr genau, was hier los ist mit dem Land. Weil die Allianz zum Beispiel untersteht immer noch im Pfändungsvorbehalt. Guckst du einfach mal in die Gesetzgebung rein über den Pfändungsvorbehalt und da sind die Versicherungsgesellschaften nämlich gelistet. Jo, was haben wir noch? Ja, genau. Die müssen das ausdrucken und dann sollte es gehen. So, was haben wir noch? Die BRD spielt da keine Rolle. Berlin ist die preußische Provinz Berlin. Müssen wir mal gucken, wie Berlin, ob das hier eine eigenständige, nee, ich glaube eine preußische Provinz. Also der Rechtsstand von Berlin ist der, der am 27.10.1918 bestanden hat. Ja. So, nächste Frage. Beim Finanzamt oder wo war das, wird aus der Reichsmark gerechnet? Das wäre mir neu. im Versicherungsrecht wurde es gemacht. Ne? Übrigens, die Reichsmark ist nicht aufgehoben. Es werden nur keine Kurse gestellt, weil wir leben ja halt in einem Fettgeldsystem. Aber die Mark ist nach wie vor noch gültige Währung. Du könntest theoretisch bei eBay einen Backen 100er bestellen und kannst damit bezahlen. Müssten sie annehmen. Und es gibt einen festen Umtauschkurs zu Feingold. Ich habe es allerdings noch keinen gesehen, der damit durchgekommen wäre. Aber Fakt ist, dass das nach wie vor gültige Währung ist. Ja, Gemeindeverzeichnis. Ja, das nochmal. Also nicht vor das Datum 27.10.1918, weil der Staat hatte das Recht, bis zum letzten Tag Verfügung zu machen. Die sind alle gültig, alle staatlich. So, jetzt ist jemand am Telefon. Hallo? Nur mal ein bisschen lauter drehen. Kann sie mich hören? Hallo? 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 Ja, gut, alles klar. So. Oh, bist auf Sendung. Ja, ist gut. Ja, ich höre. Ja, dann, was hast du für eine Frage? Ich habe eine Frage. Ich wohne im ehemaligen Herzogtum Braunschweig. Braunschweig, ja. Jetzt geht es darum, ein Teil davon ist ja in den alten Bundesländern. Gab es nie in Braunschweig irgendeine Ich wohne in Stadtstatut? Langenburg. Ja. Kann man auch in einem Ort, zum
Beispiel Blankenburg in der Verweserwahl machen? Oder muss man das im Ganzen? Nee, die Verweserwahl findet in einem Siegelgebiet statt. Also wenn du in Verweser für deinen Bundesstaat machen willst, musst du alle einladen, die in einem Bundesstaat wahlberechtigt sind. Die Wahlberechtigung musst du Wahlkommission bestimmen. So, und wenn du jetzt ein kleines Siegelgebiet hast, wie zum Beispiel eine kreisfreie Stadt, die hat ja eigenes Siegel, dann kannst du innerhalb des Siegelgebietes eine Wahl einfach machen. Die wird zwar dann später der großen Wahl im Gesamtgebiet hinzugerechnet, aber mit der Wahl kannst du dort erstmal einen Verweser einsetzen. Alle kreisfreien Städte und alle Kreise können für sich eigene Verweser haben. Also Chemnitz könnte theoretisch 8 haben, weil Chemnitz hat 8 kreisfreie Teilstädte. Ja, das ist zum Beispiel immer eine Besonderheit. In anderen Städten nicht so. Also Chemnitz besteht aus 8 Hauptamtmannstädten und jede einzelne Hauptamtmannstadt kann einen eigenen Verweser haben. Ja, alles klar. Und ansonsten muss man im ganzen Land? Ja, ne, du kannst auch ein großes Gebiet. Du kannst zum Beispiel, was bieten sich zum Beispiel an? Es gibt ja so Provinzen da bei euch ja, Hessen-Nassau oder so da hinten. Ne? Ich weiß nicht, wo das liegt, aber die haben alle so relativ kleine Gebiete. Alle die kleinen Gebiete können eigene Verweser haben. Also die umgrenztes Gebiet haben, wo die ein eigenes Siegel haben, können eigene Verweser haben. Ja, das müsste rund so sein. Weil ja Braunschweig ein ganzes Stück weg ist von uns und Blankenburg war früher mal Kreisstadt. Na, was heißt früher noch? Wenn sie am 27.10.1918 Kreisstadt waren, sind sie es heute immer noch. Dass die Bundesrepublik das nicht sehen will und nicht akzeptiert, muss sie uns nicht interessieren. Das zählt nicht das Bundesdeutsche, weil es zählt das Kaiserliche bei der Verwässerung. Dann weiß ich schon, wie ich da rangehen muss. Naja, du musst ins Stadtarchiv gehen und dort gucken. Genau. Du kannst auch im Ort Leute finden, die Eheurkunden oder irgend sowas haben. Dort ist das Siegel auch das Richtige. Wenn es in die richtige Zeit passt. Ja. Na gut. Ja, na dann. Ja, das ist ein bisschen eine sportliche Aufgabe. Also die Bundesrepublik muss nach der Gesetzgebung uns unterstützen. Dass sie das natürlich nicht macht, weil sie sich damit selber wegsägt, ist irgendwie verständlich. Aber Fakt ist, dass sie schon sich da gegen das Gesetz aufstellt. Na, na gut. Gut. Alles klar. Ja, gerne. Alles klar. Tschüss. So, was haben wir noch? Also hier nochmal eine Frage zum Rüstock. Also die Herleitung ist erstmal über den Vater. Ne? Die Mutter erbt die Staatsangehörigkeit vom Vater und die Kinder erben die Staatsangehörigkeiten auch von den Eltern. Ja, ne? Also zuerst die Mutter vom Vater und die Kinder von den Eltern. So ist es. Es steht eigentlich ziemlich eindeutig im Rüstock drin. Welches Wahlgesetz ist denn gültig? Ja, das ist eine gute Frage. Also, für das Referendum musst du alle wählen lassen, die am Stichtag, der Stichtag ist die Nacht vom 17. zum 18.07.1990, oder nach Rüstock wahlberechtigt sind. Alles andere interessiert auch fürs Referendum, ne? Weil die ganzen Immigranten, die hier rein sind, oder auch Gastarbeiter, sind alle nicht wahlberechtigt, weil die müssten alle eingebürgert werden. Und der Verweser hat das Recht zu bestimmen, wer hier sich legal aufhält und wer nicht. Ja. Da. Und dann, für das Referendum, haben wir den Stichtag, 17.18.1990, oder nach Rüstock. Die 2 Möglichkeiten hast du. Wenn du nach Rüstock hast, bist du natürlich dann auch für die Verweserwahl zugelassen. Jo, gut, dann weiter. Welche Aussicht auf Erfolg hat eine Beschwerde an die russische Botschaft bei Willkür durch die GRD Gestapo? Ja, der Posteingang für diese Beschwerde ist die russische Botschaft in Berlin. Und dort schreibst du einfach drauf, Posteingang Militärstaatsanwaltschaft Moskau. Krinin, also hier der Botschafter, ist angewiesen worden von Putin, diese Sachen unbedingt weiterzuleiten. Ja. Gut. Übrigens, wer uns nicht gleich findet, auf der Webseite kaiserrundfunk.com ist immer vor der Sendung eine Taste, da steht live drauf. Wenn man dort drauf geht, ist der Link zur Sendung. Wenn man dort draufklickt, kommt man automatisch an die richtige Stelle. Ich tue das immer vor jeder Live-Sendung neu machen. Hm.
Herr Grinin hat auch schon mal die Anweisung, es weiterzuleiten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weiß aber, dass es sich nicht bewegt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hängt es wieder mit dem aktiven Besatzungsstatut zusammen, wo das Frankreich nicht rausrückt. Aber ich denke mal, dass sich das dieses Jahr noch ändert, weil wenn die Verträge mit der Fed hinuntergefallen sind, kann natürlich Putin seine BRICS-Währung auf den Weg bringen. So, noch eine Frage. So, also, wenn ihr noch Hartz IV, also ihr sagt immer, wenn ihr noch Hartz IV hat und seinen Ausweis angeht, wird ihm die Existenzvernichtung. Nee, ist es nicht so. Hartz IV wird bewilligt mit Reisepass und Meldebescheinigung. Gibt es überhaupt kein Problem. Ja, der Pass ist ein Ausweis. Es geht ja nur um die Identitätsfeststellung. Du musst nicht personal sein. Es ist aber besser, wenn du keinen Pass mehr hast, weil du dann nämlich auf die Alimentierung der Bundesstaatenangehörigkeit zurückgreifen kannst. Also denen, du hast später, wenn du keinen Perso hast und Hartz beantragt, die Chance, den vollen Alimentierungssatz nachgezahlt zu kriegen. Und da wird zuerst mal bei dem Mitarbeiter reingepfändet, dann bei der ganzen Orga oder Jobcenter und dann noch bei der Bundesrepublik. Und wenn die dann nicht mehr hat, wird der Kaiser das auszahlen. So läuft es. Also es ist eine Nahrungskette. Zuerst trifft es aber den Bearbeiter. So, was haben wir noch? Reisepass. Mir geht der de Maizière auf den Keks und seit Heinrich Lorenz erst recht. Basteln, antworten geht gar nicht. Naja, wir wollen ja nicht basteln. Was haben wir noch? Da steht drin, Vater, muss ich mal lesen. Was ist mit den Bodenrechten? Gibt es verlässliche Aussagen? Also noch einmal zu den Bodenrechten. Wie ist es denn entstanden? Am Anfang gab es ja die Schlacht vom Teutoburger Wald. Ne? Also dort, wo sie im Prinzip das germanische Stammesgebiet von den römischen Besatzern freigekämpft haben. So. Damit war das römische Recht, dieses Sklavenhalterrecht besiegt. Und zwar im gesamten Stammesgebiet. So. Und danach hat sich irgendwie durch die komische Christianisierung, da ist von Rom, haben sich ja die Kirchen niedergelassen. Und die haben aber nur siedeln dürfen mit dem Versprechen, dass sie hier keinen Krieg anfangen und dass sie das Land ordentlich bewirtschaften, wie es in der Tradition war. Und die haben gelogen. Ja, die haben nämlich dann wirklich das als Besitz betrachtet und haben dann alle umgebracht. Ja, da gab es dann ja die großen Auseinandersetzungen und Kriege. So, die haben aber Vertragsbruch begangen. Das heißt, wenn die deutschen Völker sich einig sind, können sie diesen katholischen Kirchen und den ganzen Zeug ihre Bodenrechte streitig machen. So. Fakt ist eins, dass der Kaiser bzw. der Adel diese Bodenrechte von der katholischen Kirche gekriegt hat. Aber die katholische Kirche hatte selber auch keine wirklichen Anrechte. Im Prinzip haben die germanischen Völker, die Urvölker, die haben das eigentliche Siedlungsrecht. Davon abgeleitet ist im Mittelalter das Lehen an die Kirche und die Kirche selber hat dann im Prinzip ihren Adel gekrönt und denen dann sozusagen Rechte verliehen. So ist es gelaufen. So, aber nochmal, die Kirche, auch die katholische Kirche, hat kein Recht, dass dieses Stammesgebiet, das germanische Stamm, als ihr Eigentum zu betrachten. Und es ist denen nur zum Siedeln und zum Bewirtschaften geliehen. Da muss man es ganz deutlich sagen. Aber das ist eben das Bodenrecht. So, und dieses Bodenrecht wurde immer 99 Jahre fortgeschrieben. Also, wenn der Letzte sich gemeldet hat, meinetwegen 1900 oder 1850 hat er sich einer gemeldet und hat ein Bodenrecht für sich eintragen lassen, dann würde dieses laufen bis 1949, also 99 Jahre. Dann müsste 1949 wieder einer hinkommen und müsste das wieder verlängern oder eher verlängern. Aber die maximale Verlängerung wäre immer 99 Jahre gewesen. Also der könnte alle 10 Jahre, das würde um 99 Jahre rausschieben. So, ne? Also wenn wir heute was eintragen würden, ein Bodenrecht, würde das bis 2115 laufen. Ne? Also genau 99 Jahre. So, und diese Verlängerung hat aber nur das Listen dessen, der berechtigte Verwalter für dieses Gebiet war. Nichts anderes. Da wurde kein Eigentum überschrieben, sondern nur ein legales Nutzungsrecht. Also der konnte entscheiden, mache ich eine Wiese, mache ich einen Fußballplatz, setze ich dort ein Gebäude hin, was auch immer. Das waren seine Bodenrechte. So, und er konnte alle Pächter, die auf dem Land waren, im Prinzip denen auch Land verteilen und konnte die Pacht einsammeln und diese Pacht wurde sozusagen dem Staat übergeben. So, das ist sozusagen heute, was wir heute als Grundsteuer verstehen.
So, das, dafür war der Verwalter von diesem Siedlungsgebiet halt zuständig, das einzusammeln und einen Teil davon abzuziehen. Er durfte natürlich für seine Tätigkeit auch was behalten, das ist ganz klar. Und das hat ein kleiner gemeinender Amtmann gemacht, der hat ihm immer im Jahr seine Liste genommen, hat dann einer bezahlt. Und wenn nicht, ist er mal hingegangen und hat gesagt, was ist los? Hast du irgendwelche Not? Gibt es irgendein Problem? Was ist hier los mit deinem Land? Warum sieht das so verwüstet aus? Kümmer dich. Du willst das haben, also kümmer dich. Hast eine Woche Zeit, dann meldest du dich bei mir, was hier los ist. So ist es gelaufen. Also die sind auf ganz persönlicher, natürlicher Sache mit den Leuten umgegangen. Nicht so wie bei heute, dass sie dich heute mit irgendwelchen Zeug zutexten, sondern das war eine Sache, kommst du mal ins Amt, wir haben ja mal zu reden. Ja, ist irgendwas, läuft ja aus dem Ruder. So, na, so ist es gelaufen. Und so wäre es eigentlich der normale, richtige Umgang, der uns auch allen wieder gut anstehen würde. Ja, da wird es also keine Müllhalden geben, also wenn man so in das ländliche Gebiet fährt, sagen wir mal, von Chemnitz aus gesehen, nördlich Richtung Leipzig, da fährst du ja durch ein paar Orte durch, da denkst du, da ist seit 1945 nichts passiert, also total alles verfallen. So, und das kann ja nicht gut sein. Ne? Da muss ein Verweser eingesetzt werden für das Gebiet, der dann sagt, pass mal auf, wir sind 10 Hektar, kümmere dich drum, räum deinen Mist hier weg, mach ordentlich Wiese und Weiden und was weiß ich, kannst mit deinem Viehzeug dort deine Zucht betreiben. Aber bitte bring es in Ordnung, weil es sieht furchtbar aus. So, und dann hat er 99 Jahre Zeit, das in Ordnung zu bringen. Und dann kann er da auch an Häuslebauer, was auch immer, Teile verpachten und muss dann dafür sorgen, dass jeder seinen Landstreifen da in Ordnung hält. Und so ist es eigentlich, das ist mit dem Bodenrecht zu verstehen. Und da hätte gerne Frau Merkel, dass sie da irgendwie sie ihre Invasoren da einsetzt, damit die über uns bestimmen und dann hier ihre Maschinen hinsetzen. Und das soll nicht passieren. Ich denke mal, das ist jetzt klar, ne? So, noch eine Frage. Naja, Ja, müssen wir erst mal gucken. Also ich finde jetzt, also Antworten findest du, also staatenlos Info wollen wir hier überhaupt nicht haben. Staatenlos Info ist eine Desinformationsorganisation, muss man ganz mal ganz klar sagen. Also die den Leuten gelbe Scheine auf die Ohren drücken. Wir sind nicht staatenlos. Wir haben nur die Rechtsstellung des Staates nicht. Ich gehe erstmal ans Telefon. Ja, hallo? Ja, ich höre noch nichts. Hallo? Hallo? Jetzt. So, na dann, wie ist die Frage? Wen habe ich denn dran, bitte? Hier ist der Wilfried Nowak. Ja, wir sind jetzt gerade bei der Live-Sendung auf dem Rundfunk, Ach so, kaiserrundfunk.com. dann bitte den Nachnamen nicht nennen. Ja, du bist schon auf Sendung. Hallo. Hallo, grüß Gott, hier ist der Wilfried. Ja, hallo. Ja, bist auf Sendung, schon lange. Okay, alles klar. Erst einmal für euch. Ja, hallo. Ach so, ja, ich bin wahrscheinlich doch nicht drauf. Doch, bist drauf. Ach ja, wunderbar, weil ich habe bei mir leise gedreht, dass das Monitoring nicht kaputt geht. Ja. Also noch einmal, grüß Gott. Und Ja. ich möchte euch vorab erstmal alles Gute wünschen, auch für die Zukunft. Ja. Und euch auch gerne unterstützen. Ich werde auch einen Weg finden, wie das so halb anonym möglich sein wird. Ja, dann Ich so schön. drücke euch die Daumen, vor allen Dingen, da ich auch mit Technik doch behaupten kann, einigermaßen versiert zu sein. Habe ich denn jetzt gerade den Uwe dran? Ja, genau. Ja, an dich erstmal ein ganz spezielles Grüß Gott. Ich bin Ja. ehemaliger Schaumburg-Lippe, also gebürtiger Schaumburg-Lippe. Das ist so ein ganz kleines Fürstentum westlich von Hannover. Ja. Und ich bin aber schon jetzt beinahe 10 Jahre in Thüringen, Ja. in so einem ganz kleinen Nest, das heißt Gräfental. Das wirst du bestimmt nicht kennen. Nee, hab's noch nie gehört. Und aber das ist trotzdem wunderschön hier und die Leute sind nett und es macht halt Spaß. Ja. Jetzt eine spezielle Frage zu den Formalitäten, den Abläufen. Ja. Das wäre mir wahrscheinlich erstmal zu weit gesprungen und ich möchte auch deine Sendezeit nicht so sehr abknipsen. Nö, kannst du Aber wie ruhig. gesagt, Unterstützung gerne von mir. Wir sind sehr wahrscheinlich auch Berufskollegen. Du bist ja auch Diplom-Ingenieur. Ja. Und welche Fachrichtung war das? Informationstechnik. Ach so, no, das ist doch top. Also ich war Hochfrequenzelektronik und habe aber später Funkamateur? noch tatsächlich, so blöd muss man
einfach sein, noch Architektur dazu genommen, war viel im Ausland. Habe übrigens auch, ach nee, das ist nichts für einen Sender, aber ich habe auch so einen privaten Radiosender mal mit aufgebaut. Ja, dann. Bist du Funkamateur? Wie bitte? Funkamateur? Nein, nicht sowas, hallo, wie können Sie mich hören und so weiter. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Hm. Sowas hätten wir sicherlich bauen können, haben wir auch in der Schule damals, zweimal EL84. Ja, genau, Endröhre, 25 Watt. Ja, kennst das ja, diese alten Radio-Endstufen. Yep. Sag mal, wie kommt das? Entschuldige bitte, wenn ich dich duze. Sollst du ja machen. Wir duzen uns alle, ja. Okay, das ist schön. Wie kommt das eigentlich, dass das Bild bei YouTube nicht dem aktuellen Ton entspricht, also auch mit einer erheblichen Verzögerung? Ja, liegt einfach daran, dass der Encoder, also wenn ich meine Daten hochschicke, geht das erst bei YouTube über so einen Encoder, der schmeißt das breit und da ist eine Zeitverzögerung drin. Ja, aber im endgültigen Video, was du dann eine Stunde nach der Sendung angucken kannst, ist Bild und Ton wieder synchron. Ja, es gab also am Anfang auch bei mir, ich dachte, ich hätte einen Denkfehler. Du hast doch so eine Seite, kaiserrundfunk.com. Ja. Da kann man draufgehen, da wird man weitergeleitet und dann jetzt zur Live-Sendung. Ja, genau. So, und das führt ins Leere. Also definitiv, das hat mir... Na, ich habe aber jetzt laufen. Also ich habe ja auch auf den Link geklickt, aber keine Ahnung. Natürlich. Die Leute haben auch dann so, oh, wo ist er denn nur? Ja, doch woanders und so. Es kann natürlich sein, dass dir da irgendwo einer von diesen Pseudotechnikern von YouTube, man sollte ja immer nicht vergessen, wo diese Plattform beheimatet ist. Naja, aber vor uns ging es noch. Also ich habe auch noch nicht wieder geendet. Also er hat also durchgehend einen Stream, habe wohl noch nichts verloren. Also das scheint zu klappen. Ja, aber auf einem anderen Ding, also auf dem, wo es live hingesendet wird, da steht dann Livestream, Fragen und Antworten nach 12.04. So, darauf läuft es aber nicht. Das andere Ding, ich habe dich also bekommen zum Beispiel, wenn ich also unten auf dein Firmenlogo, sage ich mal, Jonacast Medienservice draufgehe und da steht dann, dann macht YouTube auf und dann steht da aber, Livestream von Jonacast. Ja, ja. Das 12.04. Ja, das ist es, das ist das Richtige. So, das, du hast du bestimmt einen Haufen Leute irgendwie verloren, aber anyway, keine Ahnung, wir müssen ja nicht uns jetzt irgendwie verrückt machen. Ja. Ja, nee. Das scheint ja doch ganz gut zu funktionieren. Ich wollte nur irgendwie mal meine Grüße loswerden. Ja. Ich habe für dich auch noch, glaube ich zumindest, wenn du es gebrauchen kannst, ein paar schöne Sachen. Ich habe von der ehemals Deutschen Welle aus Köln noch eine große Bandmaschine von Arkite. Ja, nee, Bandmaschinen brauchen wir nicht. Also wenn eine Matz... Toll machen. Ja, ja, Museum. Aber jetzt, ja, später vielleicht mal, wenn man da irgendwie so ein... Spulen von Maxwell. Ja, ich weiß schon. Nee, hat sich überlebt, ja. Nee, eine Sendematz brauchen wir irgendwann mal noch. Das ist leider eine Vorschrift. Von Yamaha mit Aufzeichnung. Ja, nee. Aber noch analog. Ja, nee. Air-Control... Digital. Ja, ist ne. Die wollen Bänder haben. Also ich, wie ich noch weiß von Astra, musst du eine Sendematz haben. Ja, so ein Sendematz, 7.500 Euro. Kannst du da... Hast du aber nur 8 Kanäle, müsste eigentlich reichen. Eine Bild-Ton-Matz. Du musst beides aufzeichnen. So. Aber du kannst das in einer geringen Auflösung machen. Die wollen nur wissen, wenn irgendwann was weg ist, dass du die Aufzeichnung hast. Also, ja. Weil ja das Land, was dir die Sendelizenz erteilt, das könnte in meinem Falle Polen oder Russland sein, die müssen ja nachvollziehen können, wenn irgendeiner, sagen wir mal, eine Holocaust-Leugnung gemacht hat und die Frau Merkel dann aus dem Korsett springt, hat er denn das wirklich jetzt gesagt oder ne? Und wenn, dürftest du zwar rechtlich nicht reingreifen, aber da könntest du Dudu machen und so weiter. Und deswegen muss eben dieses... Ja, der Senderbetreiber würde im Prinzip dann Bußgeld abkriegen. So, und damit das richtig gerichtsverwertbar ist, musst du das logisch auch mit Band mitschneiden. Also eine digitale Sache wird ja dann nicht akzeptiert, weil das können sie ja mit technischen Mitteln relativ schnell rausbitzeln und dann sagen, ich war's nicht. Und beim Band ist es natürlich schwierig, das müsst ihr aneinander schneiden. Ja, da hast du ja dann einen Timecode dran und da siehst du ja dann dort, ob das durchgängig war oder nicht. Also kein Sender wird sich darauf einlassen, die haben alle Matzen. Also die werden die Bänder 4 Wochen aufheben und dann... Wo wir gerade bei der Technik sind, sehe ich noch deine Monitoring-Lautsprecher
Mit Lautsprecher könnte ich euch auch helfen, ja. auch für Außenübertragung ja, ja. zum Beispiel. Ja. Ich würde aber kein Geld dafür nehmen wollen. Naja, also wir haben jetzt uns ein paar große Außenboxen reserviert, aber die konnten wir noch nicht kaufen, weil das Geld noch nicht da war. Aber sie ist schon reserviert. Ja, ja, ist reserviert. Wir haben auch Ständer dazu für die Lautsprecher und auch für die Mikrofone. Es liegt ja. schon bereit, liegt keine 100 Meter weg, aber... Ja, haben wir auch. Wir haben ja diesen Power-Mixer, ich zeig's mal, der hier. Ja, ich sehe das Bild nicht synchron. Ach so, ja gut, also hier, der Power-Mixer, der ist hier, der zwischen die zwei Boxen steht. Das sind übrigens zwei Yamaha NS40M, sind... ja, bei YouTube eine Rarität, also sowas wie eine alte Harley. Ja, ich verstehe. Aber schon mit Transistoren, also nicht mit Röhren, ne? Das Ding hat, Bipolar-Transistoren in der Endstufe drin. Also es ist noch Bipolar-Technik. Ach so, das ist okay. Dann hat ja, richtige Studioqualität ist anders. Also da ist ja MOSFET. Also das ist noch Bipolar-Technik. Sind bipolare 100-Watt-Transistoren drin. Hab ich dann selber einlöten dürfen, weil sie alle kaputt waren. Nee, ganz normale Bipolar-Transistoren. Nichts Besonderes drin. Aber schön weit alles auseinander, damit es nicht brummt. Also macht ein sehr sauberes Signal. Haben wir also schon getestet. Das ist doch toll. Wie sieht es denn aus mit einer Stromerzeugung? Haben wir nicht hier. Nee, also wenn der Strom weg ist, ist Ruhe. Müssen wir aber irgendwann am endgültigen Senderplatz muss es dann ran. Das ist klar. Ja, da könnte ich dir auch behilflich sein. Würde auch ganz gerne dann natürlich mal rumkommen und würde es aber so handhaben wollen, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwo vor Angst sterbe und so, ja, ja. Ist völlig klar, dass du auf Schritt und Tritt, also garantiert beleuchtet wirst. Ja. Aber man an diese Adresse irgendwie, dass ich... Ja, das ja, okay, ist kein Problem. Also ich schütze mich ja dadurch, dass ich eben nicht in den Rechtskreis von 1933 bis 1945 gehe und auch nicht in der Weimarer Republik. Sondern ich bleibe ganz bewusst am 27.10.1918 hocken und setze meinen fetten Arsch genau an die Stelle. So, und dann soll mal der Staat was gegen den Staat sagen. Das ist ja, machen wir uns nichts vor, es ist hochbrisant, ne? Ja klar, es ist interessant, aber du musst eben sehr aufpassen. Es geht ja um richtig Geld, weil die Leute, die praktisch die Masse der Deutschen an der Nase herumführen, natürlich dann... unglaubliche Verluste erleiden würden, wenn du ans Ziel kommst. Und naja, was heißt ich? Wir alle müssen ans Ziel. Ja, sicher. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Na, sicherlich bin ich angefeindet. Das haben sie ja schon ein paar Mal versucht, mich aus dem Weg zu räumen. Aber sie hatten immer... ich habe dann immer noch meinen Schutzengel, der mir dann sagt, geh da nicht lang. Ohne den geht es sowieso nicht. Also ich höre sehr auf mein Bauchgefühl. Ich habe auch schon meine Versammlung abgesagt, weil... Das Bauchgefühl gesagt hat, geh da nicht hin oder geh da später. Und das ist gut so, Uwe. Und noch eins und abschließend, also um jetzt wirklich nicht so viel Sendezeit zu bauen. Ich habe so im Laufe meines Lebens, ich bin nun auch schon über 50, viel kennengelernt, logisch, auch im Ausland und so weiter, völlig wurscht. Du kannst in der Regel, wenn du die richtigen Antennen hast, bei den Leuten wirklich im Gesicht lesen, was mit denen los ist. Also diese negative Schwingung oder auch nicht. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und ich setze dich auch so ein. Brauchst du jetzt auch gar nicht Stellung zuzunehmen. Es ist aber so. Ja. Diese Boshaftigkeit der Politiker macht hässlich. Achte mal drauf. Ja, ist klar. Das ist so. Und dann wollte ich dir noch ganz herzlich danken für diesen wunderbaren Hinweis, mit dem Osterfest und dass die Christen zu denen, also ich wurde ja auch so geboren, natürlich dann evangelisch, lutherisch, bin ich auch gewesen. Betonung, aber egal, und dass die alle das falsche Osterfest feiern, so ein Wahlkonstrukt oder so. Das ist nicht zu fassen. Ja. Dafür nochmal herzlichen Dank. Vor allen Dingen, es läuft ja seit 5 Jahren, glaube ich, bei worldlastchance.com eine Herausforderung, dass sie die Herleitung gemacht haben und bis jetzt noch kein Theologe, auch der Papst, nicht in der Lage war, es zu widerlegen. Also das. Ja, logisch, die halten sich auch alle zurück. Du, ich habe da direkt einen katholischen Priester drauf angesprochen. Du, der hat das Weite gesucht. Der hatte plötzlich Bauchschmerzen, musste auf Toilette und alles kam. Ja, das ist. Ach, ich könnte dir Sachen erzählen. Mensch, mein Junge, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Ja. Und dass das alles seinen Gang geht. Ja. Ich werde mit dir kontakten. Ja, gerne. Kannst du machen.
Gut. Okay. Alles klar. Danke dir für deinen Anruf. Alles Liebe und Gute. Ja, gerne. Auch für deine Schützlinge bei dir. Ja, ich hoffe mal, dass die auch alle einen Schutzengel haben und den nicht verärgern. Na klar. Gut. Also, bis dahin. Ja, alles klar. Dankeschön. Jo, tschüss. Ja, das war mal wieder eine sehr andere Sache. So, ich habe jetzt natürlich jetzt nicht mitgelesen, was im Chat war. Also wenn ihr jetzt eine Frage habt, müsst ihr das nochmal neu posten. Ich würde jetzt mal versuchen, das noch zu lesen. Bin ich als Perso-Inhaber, geboren 84 in Sachsen, bei einer Verweserwahl wahlberechtigt? Nur mal überlegen. Also, zum Referendum ja, weil du ja am Stichtag in der DDR gemeldet warst. Bei der Verweserwahl müsstest du die Herleitung nach Rüstock trotzdem machen. Ne? Ja, wenn die nach Anforderungen nach Rüstock nicht erfüllst, dann nicht. Aber beim Referendum wärst du wahlberechtigt. So, was haben wir noch? Der letzte Beitrag war nicht für dich, Münster. Also, habt ihr noch irgendwas? So, oben war noch eine, das ist gerade rausgerollt. Guck mal, ob ich das noch einfangen kann. Eine Frage. Eine Verfassung kann doch nur vom Volk beschlossen werden. Eine Verfassung, die vom Besatzer beschlossen wird, wie die Weimarer Republik, ist doch ungültig, oder? Richtig. So. Staatenlos Info. Die verorten sich in die Weimarer Republik rein und die Verfassung von 1919 ist ungültig, weil sie eben nicht über den regulären Gesetzgebungsweg zustande kam. Jetzt bin ich irgendwo rausgefallen. Was ist denn jetzt los? Moment, muss ich mal gucken. Aha, hier nach der Seite. Ja, genau. So. Und Staatenlos Info hat eben immer diese Verordnung und diese Nabelschnur und die Weimarer Republik. Und egal, ob sie jetzt ein für oder gegen gelben Schein sind, also ich sehe viele, die immer sagen, ihr seid ja alle staatenlos. Nee, wir haben, unsere Staatsangehörigkeit ist immer noch die gleiche. Unsere Rechtsstellung haben wir verloren. Und wir haben sie deswegen verloren, weil Kohl und Genscher uns alle verraten hat. Das ist der Punkt. Ne? Wir sind nicht staatenlos geworden, sondern wir haben die Rechtsstellung verloren. Ja, hallo? 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 Jetzt hören wir euch. Hallo? Hallo Uwe, hier ist nochmal Katja aus Elmhüttenstadt. Ja, gedacht, hallo? Ihr seid schon fertig, weil es bis 9 geht. Nee. Ich habe mal eine Frage. Hattest du nicht mal irgendwo in deinen Videos drinne, wo der Personalstatus von aktiv in inaktiv geschalten wurde? Also wir kämpfen hier, die haben zu uns gesagt auf den Behörden, nee, die dürfen das nicht machen und die können das nicht machen. Die haben eine bestimmte Software, wo das gar nicht geht und hast du nicht gesehen? Ja, also ich habe... Ich, wo die das schon mal gemacht ja, haben, ja, ja, ist folgendes. Ja, also nochmal. Es ist eine Tochter von einer Bekannten und sie habe ich gebeten, dass sie mir das Schreiben mal zukommen lässt. So, bis jetzt habe ich es aber noch nicht in Händen. Die hat mir auch versichert, dass es so war. Weil, warum sollte denn eine Mutter was Falsches sagen, wenn es ihre Tochter betrifft? Und die hatte echt Angst, dass sie jetzt wegen ihrer Arbeitsstelle Hudelei kriegt. Das war der Punkt, weshalb ich es noch nicht in Händen hatte. Ist aber eigentlich jetzt nicht wichtig. Fakt ist, dass es anscheinend so rumgegangen ist, das Schreiben A11, dass zum Beispiel oben, wo wir in Kronzahl waren am Wochenende, der Bürgermeister und der Kreisrat so in Panik waren, dass sie nicht mal die Personalausweise zurücknehmen wollten. Und da habe ich meinen Presseausweis gezückt und habe gesagt, also wenn ihr das jetzt hier macht, werden wir das an die Öffentlichkeit bringen. Weil es ist halt Sklaverei, weil man muss in jeder Firma kündigen können. Und wenn eine Firma Mitarbeiter hat, die sie nicht kündigen will und nur deswegen hat, weil sie ausbeuten will und berauben nach Auto-, Haus- und Bodenrechte, dann ist es halt Sklavenhalterrecht. Und die Sklaverei ist nach Genfer Konvention strikt verboten. Und das ist mit hohem Bußgeld verbunden, auch gegenüber der Bundesrepublik. So, und das muss Bürgermeister und auch im Kreisrat klar sein. Ne? So. Ja, nee, aber sie, ja, aber die jetzt ist wahrscheinlich auch ihre Wunschreihen gekriegt mit den sogenannten Leuten, die wir hier wie wir sind und dann, keine Ahnung, wir dürfen nicht und hast du nicht, wenn wir den Personalausweis abgegeben haben, sind die ja reihenweise da wie bei Domino D alle umgefallen. Das ist ja das immer das Problem, wenn man Rechte lange Zeit nicht benutzt, dann verkümmern sie halt. Aber das heißt nicht, dass sie weg sind. Also hätten die zum Beispiel 1955 gesagt, wir wollen jetzt unsere Bundesstaatenangehörigkeit in unserem Ausweis haben, hätten sie die alle gekriegt. Da hätte niemand gewagt,
dem zu widersprechen, weil ja Carlo Schmidt beim der Grundgesetzgeber gesagt hat, wir haben keinen neuen Staat zu schaffen, sondern wir haben die Ordnung in dem Deutschen Reich wieder neu zu organisieren. Das war ja seine Rede, sonst hätten sie ihn ja gleich plattgeschlagen. Weil die hatten ja nach dem Krieg waren sie ja weder auf Hitler noch auf die Besatzer gut zu sprechen. Also da hat er zwischen zwei heißen Stühlen gesessen. So, und dann hat sich das eben, haben die immer ein kleines Stück weggebrochen von dieser von diesem Einfluss der direkten Demokratie. Und die ist sozusagen heute fast zerstört. Heute sagt Frau Merkel, ich entscheide das, das ist Chefsache oder ist alternativlos und du hast überhaupt nichts mehr zu sagen. Weil sie verhält sich halt wie eine Chefin einer Firma, die irgendwas festlegt und behandelt dich wie rechtloses Personal. So, und das ist nämlich genau dann die Sklaverei. Mhm. Nee, ja. Und da wäre es schön, weil wir haben hier das eine Schreiben, was du mal drin hattest in deinen Videos und den Musterschreiben, wo das mal drin stand hier mit Annabeth Buchholz, glaube ich, war das irgendwo im Erzgebirge. Ja, ja, ja. Und das vorgelegt, ja. Dass das doch geht. Ja, ja. Ja, und dann ging das auch mit der Übermittlungssperre, da ging das mit einmal und hast du nicht gesehen. Und ich denke mal, so eine Druckmittel wäre nicht schlecht. Ich meine, klar, Daten werden geschwärzt, das ist total logisch. Aber wichtig wäre, dass das wirklich von den Behörden Schreiben kommt, dass das möglich ist und dass sie die Leute einfach nicht weiter verkackäumeln, ja. Und sagen, es geht nicht und wir legen die praktisch die heißen Kohlen bei denen vor auf den Schreibtisch und sagen, hier Freunde, so geht es und ja. Ihr macht das jetzt. Also Fakt ist, dass wir in Mitteldeutschland, hast du vielleicht vorhin schon mitgehört, also keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 hatten. Und diese besorgte Änderung, die auf dem Schreiben steht, fällt in diese Zeit. Und wenn die ganzen, sagen wir mal, Ulbricht, Honecker, was gab es noch, Grotewohl und Bieg, die haben alle gesagt, wir haben keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten, also zählt diese Gesetzgebung nicht. Weil Hitler war kein Verweser. Im Chefgesetz 1 ist dieses Ermächtigungsgesetz für ungültig erklärt worden. Ohne Ermächtigungsgesetz war der Hitler kein Verweser, hat keine Verweserrechte, kann keine Gesetze ändern, also ist diese gesetzliche Änderung nicht passiert. Und da kann auch nicht drinne stehen, na, wenn das dann nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt wird, wie es auch im Chefgesetz, waren das 2 oder so, steht, greift das nicht, weil die gesetzliche Änderung nicht möglich war. Und auch der Besatzer hat sich einem an die Haager Landkriegsordnung zu halten und die gilt seit dem Ersten Weltkrieg. Wir haben also nur einen Weltkrieg. Ne? Weil es ist, im Ersten Weltkrieg gibt es keinen rechtswirksamen Friedensvertrag, weil den der Max von Baden in Frankreich unterschrieben hat, hatte er nicht gedurft. Er hätte sich nämlich gegen die kaiserliche Verfügung vergangen. Ne? Und inzwischen ist so rausgekommen, dass die Abdankungsurkunde vom Kaiser eine Fälschung ist, weil es gibt wohl inzwischen mehrere, die nicht gleich sind und das kann ja nicht sein. Das funktioniert nicht. Genau, mit dem Imperator Rex und so weiter, der hat ja... Ja, auch das, und auch so wird das... Ja, geschrieben, wo er wirklich mit Imperator Rex unterschrieben hatte. Naja, eben, also da ist grundsätzlich zweifelhaft, dass das in Ordnung ist, vor allen Dingen ist er ja auch mit dem Leben bedroht worden, weil der Brief vom Soldatenrat ist jetzt zumindest der Abschrift aufgetaucht. Interessant wäre jetzt noch das Original, vielleicht die Russen das Original noch haben, weil die wollten ja am Montag die Archive öffnen, da war ich ja schon... drauf und dran, mal zu gucken, was da schon veröffentlicht ist. Weil das wäre ja, der Rechtsstand bis 1989, wäre ja die Abdankungsurkunde ja nochmal zu sehen gewesen, beziehungsweise das Bedrohungsschreiben. Das hätte ich natürlich gerne mal gesehen, wie das ausgesehen hat. Ich gehe aber davon aus, dass Putin weiß, dass die Abdankungsurkunde nicht korrekt war. Weil er ja auch in seinem Land das Zornreich wiederherstellen will. Hat er ja feste Absichten. Lassen sein, wie er will, aber dass der zur rechten Zeit am rechten Ort ist, da können wir wirklich Glück haben. Momentan gibt es auch eine Erweckungsbewegung Österreich-Ungarn, also Österreich-Ungarn wiederherzustellen in der ursprünglichen Sache. Weil ja dort auch das Kronprinzenpaar durch die Ermordung halt ja auch ein Putsch passiert ist und wenn Österreich-Ungarn nicht die Rechte zugestanden wären, auch die Europäische Union weiter reinregieren wollen sie also eine Wiederherstellung, also zumindest ein Referendum machen. Und dort ist es so, dass es keine Bundesstaaten gab. Also ist mein Wissensstand. Ich fahre übrigens erste Maiwoche, fahre ich dort runter und mache dort mal einen Wissensabgleich mit den Leuten. Also die machen inzwischen die Vorrecherche und gucken mal nach, was mit den Staaten dort los war, mit den Siegelgebieten. Aber dort ist es wohl so, dass sie nur über ein Siegel ein Referendum machen, weil es keine Bundesstaaten gab. Es gab dort nur österreichisch-ungarische Staatsangehörigkeit und das reicht dann bis an Sachsen ran. Ui. Ja klar, weil Österreich-Ungarn geht bis zur sächsischen Grenze.
Ja, das wird lustig. Übrigens haben wir auch noch eine Exklave. Ne? Es gibt noch einen Ort in der Schweiz, der zur Bundesrepublik gehört. Wenn die dort einen Verweser wählen, ist es auch vorbei. Also dort, auch dort kann man rechts. Ja, das gibt's. Musst du mal bei Exklave bei Wikipedia gucken. Entschuldigung. Und da ist das beschrieben. Ne? Die hatten nämlich mal dichte Probleme mit dem Umtauschkurs. Aber die können auch keine Gebietsabtretung machen, weil der Kaiser hätte das nicht erlaubt. Ja, das denke ich auch, ja. Ich denke mal, irgendwann muss die Geschichte neu geschrieben werden. Also das ist... Ja, denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Ja, alles klar, Uwe. Dann wünsche ich dir noch einen restlichen schönen Abend. Erhol dich nochmal trinken heißen. Ja, ich denke auch. Das muss vor allem den Husten wegliegen. Jo, genau so. Alles klar. Na dann. Alles klar, bedanke ich mich erstmal. Ne? Gerne. Tschüss. Sorry, tschüss. Ja, es könnte sein, klein Wasser da. Ich habe irgendwas gelesen. So, also bei jeder Sache, die ihr hier schreibt und durchgesetzt haben wollt, Frist setzen, eure AGBs mitschicken. Ja, also aus Sicht der Bundesrepublik ist die Bundesrepublik im Handelsrecht. Aus Sicht des Staates ist die Bundesrepublik ein Notstandsleiter, was sich gegen die kaiserliche Gesetzgebung aufstellt. Die zwei Sichtweisen, die musst du getrennt sehen. Ne? Der Kaiser hat nie Handelsrecht installiert und es zählt das, was der Kaiser sagt. Wir müssen nicht an die kaiserliche Gesetzgebung rein. Die Haager Landkriegsordnung erlaubt keine Abweichung vom Landesrecht. Das Landesrecht ist das, was bei Inkrafttreten der Haager Urkunde gegolten hat. Ja, habe ich vorhin gerade erklärt. Also das ist eine Tochter von einer Bekannten. Und die habe ich gefragt, ob sie mir das Schreiben mal gibt. Eventuell in anonymisierter Form. Ich habe es aber eben noch nicht selber in der Hand. Aber sie hat mir zugesichert, dass es versorgen will. So, was haben wir noch? Stimmt es zu posten? Es funktioniert nicht. Posten weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, im Münchner Rahmen werden die RGB als Verpressung angesehen und jemand eine Behörde angreift. Ja, man muss das halt ordentlich formulieren. Man muss eben dann, das Problem ist, was viele, die da Schriftsätze in Umlauf bringen, die formulieren die so, dass die ein bisschen aggressiv sind. Ne? Also du kommst dann in Kerker und Prügelstrafe und so weiter. Das wissen wir alle, dass das kaiserliche Recht auch Prügelstrafe hat. Kannst du natürlich dort nicht reinschreiben. Du musst dich so verhalten, dass du deine Rechtsauffassung, die du eben hast, aufgrund, dass die HLKO gilt, das und das und das gilt, und dann tust du eben aus der kaiserlichen Gesetzgebung zitieren, immer nur zitieren und nennen. Es reicht dazu, wenn du die gesetzliche Grundlage nennst, wenn die gesetzliche Grundlage ignorieren, ist es denn ihr Problem. Na, aber du musst es eben erstmal fordern, du musst es erstmal formulieren, nach welchen rechtlichen Gesichtspunkten du welche Rechte abgeleitet haben willst. Und dann ist es denn ihre Aufgabe, das zu bestreiten. Wenn sie es nicht bestreiten und die 14 Tage Frist vergehen lassen, hast du erstmal einen konkludenten Verdacht insofern, dass du die gesetzliche Grundlage eingefordert hast und die sind dieser nicht nachgekommen. Weil die Bundesrepublik ist kein gesetzlicher Gesetzgeber. Das ist die Urteilsbegründung des Gesetzes über die Überhangmandate vom 25.07.2012. So, ne? Gut. So, also nochmal, hier haben wir eine Frage. Wie ist deine Meinung zum Thema Mensch-Person? Ja, habe ich, glaube ich, schon mal angerissen, ich sage es nochmal. Also, entscheidend ist, wo die Rechtsquelle sitzt. Und die Rechtsquelle ist das Siedlungsgebiet der alten Germanenstämme. Also die Schlacht Teutoburger Wald, Jahre 9. Von dort aus geht das aus. So, dann hat die Kirche sich selber angemaßt, Eigentum zu besitzen in diesem Land, was aber nicht hat, weil sie ja mit dem Versprechen hier gesiedelt hat, dass sie nur die christlichen Werte machen und so die üblichen Sprüche. Und dann haben sie sich dort Häuser gebaut, haben sie irgendwann feste Häuser gebaut, dann haben sie irgendwann die festen Häuser auf die Stellen gebaut, wo die Ratshäuser standen und sich sozusagen sukzessive breit gemacht. So, und dann haben sie Krieg angefangen und die Hexenverbrennung und so weiter. Und dann hat dieses, ich sag mal, dieses Monster aus Rom hier versucht, Einfluss zu gewinnen. Aber das ist ja kein Recht. Was die gemacht haben, ist einfach Willkür, Terror. So. Also hat die Kirche nicht wirklich Bodenrechte.
So, und jetzt kommt noch das dazu, dass dann irgendwann mal so in einem Zeitraum des Entstehen 1871er Reichsverfassung, Bismarcksche Verfassung, gesagt worden ist, dass der bürgerliche Tod nicht stattfindet. Entschuldigung nochmal. So, das heißt, nach dem staatlichen BGB gibt es keinen bürgerlichen Tod. Und deswegen hat dem Amtmann am 27.10.1918 es nie interessiert, ob du als natürliche oder juristische Person dort auftrittst, du warst der Max Meyer. Und nichts anderes hat ihn interessiert. So, dass die Weimarer Republik ein Interesse hatte, uns ins Handelsrecht zu verorten und dass sie auch heute ihre ganze Bitte losschickt, uns ins Handelsrecht zu ziehen und UCC und was weiß ich, uns erzählt. Aber das ist eben die Täuschung. Kriegslisten sind erlaubt. Die machen uns glauben, dass wir im Handelsrecht sind. Wir stehen aber immer noch in der Gesetzgebung von 1914. Sehr deutlich zu merken an den Reichsversicherungsordnungen, an die sich die Reichsversicherungsgesellschaften, die sie ja heute nur eine Fortführung sind, zu halten haben. Weil sie sonst keine Gebäudeversicherung abschließen dürfen. So, und so ist es halt. So, und jetzt ist die Frage, welchen Rechtsstand haben wir denn? Der Rechtsstand vom 27.10.1918 und seitdem hat sich nichts geändert. Wenn die Bundesrepublik nicht der gesetzliche Gesetzgeber war, Hitler auch kein Verweser war, die Weimarer Republik sowieso eine reine Selbstermächtigung, haben wir immer noch das, was am 27.10.1918 bestanden hat. Das ist unser Recht. Dass unser Recht nicht gewährt wird und dass sie uns irgendwelche Lügen erzählen, das ist eine ganz andere Geschichte. Zunächst erstmal gilt, das sind unsere Rechte. Die können wir einfordern. In der HLKO haben sie uns die zu gewähren. Wir haben diesem System keinen Treueeid zu leisten. Steht auch in der HLKO. Wir können also mit vollem Stolz unsere Bundesstaatenflagge zu jeder Demo mitnehmen und sagen, wir wollen unsere Bundesstaatenangehörigkeit zurück. Wenn wir das mal machen würden bei jeder Pegida-Versammlung, sehen wir heute anders aus. Aber da wir ja ein gutes Jahr verschlafen haben, haben wir noch bis zum 27.10. nächstes Jahr Zeit. Dann ist sowieso Feierabend. Dann haben wir den Bürgerkrieg. Angezettelt von ISIS. So, und es ist die Frage, unterstützen wir jetzt das kaiserliche Recht oder lassen wir uns hier auf Diskussion mit dem Handelsrecht ein? Und ich sage, wir ziehen uns das kaiserliche Recht zurück. Weil da muss der Besatzer uns das gewähren. Wenn wir freiwillig was anderes machen, was will denn der Besatzer machen? Das ist nämlich genau der Spruch, der dann kommt. Ne, ihr habt ja hier euer UCC gewollt und wir haben es halt nur gestattet. Eigentlich hätten wir es nicht gedurft, weil wir hätten das kaiserliche Recht gewähren müssen. Das ist die Argumentation, die hier kommt. So, na dann, was haben wir noch? Staatenlos Info meint auch, die 1871er Verfassung kann man nicht ahnen, nicht als einzelner Staatsangehöriger, weil die durch die Verfassung abgelöst wird. Nee, ist eben nicht. Die 1871er Verfassung ist die staatliche und die 1971 ist die Verfassung vom Feinstaat. Auch ein Feinstaat kann eine Verfassung haben, aber die hatten mit dem Kaiserreich nichts zu tun. So, die 1919er Verfassung können sie in ihrer Logenversammlung abhalten, aber sonst hat die keine Bedeutung. Ist ungültig. Ja, ist richtig mit dem Handels, wenn die nur Handelsrecht verstehen. Ja, ist aber nicht unser Problem. Wir haben eine Forderung und die Forderung haben sie zu erfüllen. Wenn sie sie nicht erfüllen, können wir einen Haftungsfall draus machen. Guter ist der Ursprung der Freimaurerei. Naja, kann sein. Ja. So, also der Freistaat Bayern ist durch amerikanische Militärbehörden eingerichtete Verwaltung. Ob dort Grundgesetz anerkannt wurde, ist egal. Oh, blub, blub, bang, bang, ist völlig egal. Gut. Also der Freistaat Bayern ist nicht das Königreich Bayern. Das Königreich Bayern ist Bundesstaat. Ja, ganz einfach. Ob der Besatzer was einrichtet, weiß ich nicht. Das ist ungefähr so bedeutungslos, als wenn er auf sein Schlachtfeld ein Dixi-Klo aufstellt. Muss uns wirklich nicht interessieren. Das macht er halt, dann ist gut. Aber mehr ist es nicht. So, was haben wir noch? Naja, ist ja richtig mit der Instanz. Also die Frage, es gibt keine Instanz, wo wir eine AGB einklagen könnten. Naja, das ist richtig. Wenn du im Handelsrecht bist, bist du halt im Handelsrecht. Handelsrecht ist ja eine Sache, dass sich zwei Vertragsparteien sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Also kaufen oder nicht kaufen. Ja. Naja, und wenn du dich aufs Handelsrecht einlässt, bist du eben verraten und verkauft. Das ist immer das Problem. Du musst dich halt auf das staatliche Recht berufen. Und dann müsste der Richter halt eine reinhauen, wenn die Zeit gekommen ist, mit einer Strafanzeige und mit Gulag. Anders wird es nicht werden. Ja, also die Bundesstaatenflaggen kann man zum Beispiel bei Amazon bestellen. Es gibt aber auch Flaggenfritze oder so, wo man es direkt bestellen kann. Aber aufpassen, keine Freistaatenflagge. Also die Bundesstaatenflagge habe ich schon ein paar Mal reingehalten. Das ist die mit dem roten Schirmchen, ja, die von Sachsen. Die anderen sind ja auch alle im Netz. Aber aufpassen, da gibt es wieder viele Fakes, die da im Umlauf gebracht werden.
Ich denke schon, dass die Flaggen helfen, vor allem wenn man so zur Demo mit hat. Momentan sagt ja die Bundesrepublik, alle stehen hinter mir. Also Frau Merkel. Frau Merkel ist Sprichwort. Aber das müsste man eben durch ein paar Demos eben erstmal negieren. Und der Vorteil der Bundesstaatenflagge ist, sie können euch nicht als Nazis abstempeln, weil der Kaiser definitiv kein Nazi war. Deswegen sage ich, zieht euch zurück auf das kaiserliche Recht. Und das hat er aller Kritik erhoben. Ja doch, die Bundesstaatenflagge hilft schon. Da müssen sie nur nutzen. Warum nehmen wir denn bei einer Fußballveranstaltung Public Viewing nicht unsere Bundesstaatenflagge mit? Wäre doch mal eine schöne Nummer. Ist ja bald wieder Fußball. Ja, die Bundesrepublik will ja mal wieder Gesetze gegen das Volk machen, dann müssen wir wieder ein bisschen Fußball machen. So, was haben wir noch? Mich würde interessieren, ob das amerikanische Rechtsanwaltsgewerbe sich mal auf die GAUK-BRD stürzen wird. Keine Ahnung. Interessante Frage. Na, die Rechtsanwälte haben ja alle keine Zulassung, keine staatliche Zulassung, sondern eine von der Weimarer Republik. Und das kannst du natürlich nur Pfeife rauchen. Auch wenn die jetzt in einem bundesdeutschen Gericht anerkannt werden, haben sie lange keine staatliche Zulassung. An welcher kaiserlichen Universität will er denn sein zweites Staatsexamen abgelegt haben? Wird ein bisschen schwierig. Muss er schon ein sehr alter Knabe sein. Ja, Gagler ist auch viel, wenn der Tag lang ist. Außerdem, wer hat denn den Bundespräsident gewählt? Der Bundespräsident wird vom Bundestag gewählt. Und der Bundestag ist ja schon einmal gegen das Volk befangen. Das haben sie ja durch den ESM schon mal bewiesen. Habe ich reingeschrieben, wann der nächste Livestream ist. Guckst einfach mal bei kaiserrundfunk.com bei den Stammtischterminen oder so, habe ich es mit reingeschrieben. Ich weiß es jetzt auch nicht aus dem Hut. Ich dachte mal, der 21. wäre das gewesen. Müsste auch gucken. Also ich habe es jetzt nicht parat. Guck's aber einfach mal rein. Ich habe die Termine reingeschrieben. Ah ja, nächster Anrufer. Hallo? 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 Ja, hallo? Ja, hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, also auf die Sache ist, ich glaube, was vielen immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist so dieser ganze Ablauf, der logische Ablauf der ganzen Geschichte. Und deswegen wollte ich mich einfach mal melden. Und zwar die Sache ist, dass halt einfach diese Herleitung, das war für mich also am Anfang nicht schwierig zu verstehendes Thema, wie nennt sich das denn? Man kennt sich ja mit diesen ganzen Gegebenheiten unter Umständen gar nicht aus. Ja, deswegen ist es vielleicht immer ganz interessant zu wissen, so wie nennt sich das alles wirklich? Also für mich, ich habe herausgefunden, das sind Geburtenbucheinträge, die man da braucht. Damit kommst du zumindest auf ein Datum. Hm. Ja, wie relevant das letztendlich ist, kann ich natürlich nicht sagen. Hm. Aber ich finde halt, vielleicht macht es Sinn, so einen Ablauf einfach mal darzustellen, damit jeder weiß, damit nicht so viele Fragen aufkommen. So quasi ja, ein Stichpunktekatalog, wenn man so möchte, wie man es richtig macht. Ja. Das wäre vielleicht mal als Dokument ganz interessant. Hm. Nur als Idee jetzt halt. Ne? Und generell, finde ich, also ihr macht das auf jeden Fall gut, macht weiter so. Ja. Also du meinst jetzt einen Ablauf der Wahl oder einen Ablauf der Herleitung? Generell der komplette Ablauf von allem. Also auch rechtlich begründet wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja. Ich höre immer wieder den Punkt Verweser und Grundbodenrechte, die da offensichtlich Schwierigkeiten machen in der Informationsbeschaffung. Also vielleicht macht es einfach Sinn, das generell nochmal aufzulisten, wie fange ich bei klein an, stichpunkteartig. Also besorg dir deine Geburtenbucheinträge bis vor 1913, sobald du kannst. Kostet auch nicht viel, ist easy, habe ich heute selbst mitgemacht. Das sind so maximal 10 Minuten bei dem jeweiligen Standesamt, die du dann Zeit verbrauchst. Ja. Und danach wäre dann halt interessant, so ablauftechnisch, was kann ich tun? Ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, so Anhänger in meinem Kreis zu finden. Ja. Vielleicht hast du da noch irgendeine coole Idee, so wie man das Ganze lösen kann, ohne jetzt viel Aufsehen zu erregen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. So das Stichpunkte, logisch stichpunkteartig abgehandelte Dasein, wie es sein sollte. Das wäre ganz cool. Und was ganz wichtig wäre, wirklich so Bodenrechte vielleicht nochmal mit ein, zwei Gesetzen begründen, weil das ist immer so das, was ich finde, immer wieder aufkommt.
Fragen dahingehend. Ja, du kannst keinem letztendlich wirklich schriftlich mal darlegen, wie das immer so war. Ja. Jeder sich auf Hörensagen beruft. Ja, das ist richtig. Ja, also gut. Also zunächst erstmal, um es zu vereinfachen, es gilt die Rechtsetzung, die der Staat bis zum 27.10.1918 gemacht hat, weil am Folgetag Max von Baden durch Selbstermächtigung sich zum Verweser aufgeschwungen hat. Und für den Verweser gab es die Verpflichtung, dass er direkt vom Volk gewählt sein muss, um Kaiser abzulösen, wenn er verhindert war, krank war, gestorben ist, was auch immer. Aber der Verweser ist nur so lange im Amt, wie es keinen Kaiser gibt. Na, wenn wieder ein Kaiser gewählt wird, ist der Verweser raus aus dem Spiel. Der ist, aber du weißt nicht mal, dass da auf zum Beispiel mal ein Schriftstück irgendwo, wo das, dass die Leute... Ja, es ist im Prinzip das gleiche Recht wie in der Kirche. Es herrscht wirklich immer an dieser Recht und Sicherheit, denn die Leute sind halt so weit konditioniert, alles zu hinterfragen. Können wir machen. Antwort nicht und, also die Rechtspraxis des Verwesers stammt aus dem Kirchenrecht, weil ja die Kirchen haben ja die Kaiser eingesetzt. Ja, und wenn zum Beispiel ein Pastor in der Kirchgemeinde gestorben ist, wurde für diesen Kirchenbezirk ein Verweser eingesetzt, der so lange im Amt war, bis ein neuer im Amt war. Ja, und das ist in dem staatlichen Recht eben auch so, bloß es eben nicht ums Kirchenrechte geht, sondern eben um weltliche Staatsangehörige, sind eben die Kirchenbesucher. Ja, das ist alles so parallel aufgebaut. So. Und ja, jetzt müssen wir noch gucken. Die Leute wollen ja mal, guck mal, die hinterfragen halt eine ADCDF, da wird kein einziger Gedanke nachgefragt, so, wie kommt der denn überhaupt auf diese Idee, das zu sagen, ne? So, und dann haben wir hier dieses Thema, was natürlich dann, für mich schon sehr fußfassend ist. Ja. Da kommt dann immer von anderen Leuten immer die Frage, ja, aber wie kommt der denn darauf? Wie steht denn das? Weißt du, so, wäre vielleicht ganz cool, wenn du zukünftig einfach ein bisschen mehr. Das würde, glaube ich, dir auch viel Erklärungsarbeit ersparen, wenn du so Quellenfakten irgendwie ähnliches nennen kannst, wo das irgendwo geschrieben steht, dass die Leute sich dann langhandeln können. Das meiste Problem ist wirklich die Herleitung und das Glaubensprodukt, was man jetzt letztendlich mitbietet, was andere aus dem Fernsehen halt einfach so glauben. Ja, das ist klar. Da mitnehmen. Aber letztendlich halt in dieser Nachforschungsarbeit, in der Erkenntnisarbeit fehlt ihnen einfach so das Faktum. Irgendwo ein Gesetzestext, wo sie einfach sagen können, ja, hier, guck mal, hier hat er gesagt, ja, hier steht es nochmal. Ja. Wir müssten da vielleicht eine Gesetzessammlung mal zusammensuchen, die ganzen Verfügungen. Ist eine Sache, die ich in Angriff nehmen will, wenn ich in Österreich bin. Ja, wir versuchen mal in Österreich was ranzuschaffen, weil die haben ja zumindest Kopien. Da wollen die Österreicher auch mehr zuarbeiten. Ich hoffe mal, dass die Leute hier von Österreich noch mitlesen. Ja? Also wir wollen versuchen, ob die irgendwas finden, was aus den Notstandsgesetzgebungen von 1913 bis 1914 in der Schweiz und in Österreich noch liegt. Weil hier in der Bundesrepublik haben sie versucht, hier alles wegzuhauen und zu verbrennen, dass ja keiner dieser Gesetzgebung anwenden kann. Nicht ohne Grund. Schutzgebietsabkommen sind alle noch intakt. Ich poste das einfach nochmal in die Verwesergeschichte. Da kann jemand was von ableiten. Ja. Für mich ist halt wirklich so, das einfach auch rechtsgültig erklären zu können. Das ist schwierig. Also der Verweser, der Weimarer Blick hat mit dem Verweser des Kaiserreichs erstmal nichts zu tun. Also dass sich Max von Baden als Verweser aufgeschwungen hat, zeigt nur, dass es diese Rechtspraxis das gegeben hat. Aber... Ja, Max von Baden hat sich selbst als Verweser bezeichnet, war er aber nicht, weil er hätte direkt vom Volk gewählt werden müssen. Das ist halt, ich glaube, diese Information halt schriftlich nochmal für einige Leute mehr bewirken. Also vielleicht, das einfach, wenn du die Möglichkeit hast oder irgendwas findest, nimmst du einfach jeden Paragraphen auf, den du kriegen kannst. Ich glaube, das erspart dir jede Rederei. Ich weiß, bin auf deinem Weg und folge dir und gucken wir weiter, wie es läuft. Wir müssen einfach sehen, dass der Souverän der Rechteträger ist. Ne? Und wenn ein Referendum hat immer den höchsten Wert. Und deswegen ist es eben wichtig, dass der Verweser über das direkte Referendum ins Amt kommt und nicht über irgendwelche Vertreter, die dann wieder Rechtsmängel einschleppen und so weiter. Also wir gehen einfach den sicheren Weg des direkten Referendums, sowohl bei der Gründung der Wahlkommission als auch für den Verweserwahl. Dann gibt es kein Problem. Das ist richtig und logisch, einfach safe sein. Warum sollte man sich die Mühe machen, das anders zu machen? Der Rechteträger ist der Souverän, also wir selber. Ne? Und wir müssen einfach nur es schaffen, unsere Rechte in geradlinischer Form, ohne
Tricks und Kniffe auf den Verweser zu übertragen, weil er ja derjenige ist, der dann handeln muss. Also das müsst ihr ja im Prinzip alle fragen, das geht ja nicht. Naja, eben. Ne? So, und das muss natürlich einer sein, der charakterlich und auch vom Intellekt her geeignet ist, so ein Amt auszuführen. Da denke ich mal, da ist der Charakter Falsche. Da sagen wir, ja, sind wir uns ja schon einig. Ne? Na, genau, da würde uns verheizen, so schnell könnte man gar nicht gucken. So, ja, und da müssen wir uns halt... Leute oder Institutionen, die dann eigentlich hier, da müssten mittlerweile auch der König mit den VV-Leuten nicht kooperieren. Ja, geht leider. Eine verfassungsgebende Versammlung funktioniert nicht. Ja, die verfassungsgebende Versammlung ist aber klar, warum sie nicht funktioniert, weil sie ja wieder indirekte Demokratie ist. Nicht fantasievoll, aber jetzt suchen sie nach ihrem Staatsvolk. Naja, nicht nur das. Es funktioniert deswegen nicht, weil der Kaiser das Gesetz über die Auflassung gemacht hat. Und er hat gesagt, er selber behält sich vor, den Krieg zu beenden. Und erst wenn der Krieg beendet wird, hast du überhaupt einen Staat. Demzufolge kannst du keine Verfassung wählen. Also das funktioniert nicht. Du musst erstmal die Verfügung erstmal wieder rückgängig machen. Begriffsdefinition Staat und wie auch immer Sie es alle nennen wollen. Ja, Sie selber sind ein Verein, der aber einen anderen Verein dafür belästigt oder beschuldigt, irgendwie ein Verein zu sein oder eine Art Verein zu sein. Aber ich bin der Meinung, das damalige von denen aus gesehene Vereinskonstrukt hat mehr Rechtskraft, wie die jetzt da sitzen am 4.4. irgendwas ausrufen. Wo soll es hinlaufen? Ja, ich meine, da kann jeder kommen. Da kann ich jetzt auch anfangen, mir einen Staat hier auszubauen. Nee, funktioniert nicht, weil du müsstest mit Direktor das Referendum machen, um an die Siegelrechte zu kommen, weil du musst ja im Prinzip einen Staatsakt machen. Ein Nichtstaat kann keinen Staat erzeugen. Ja. Ja, ich wollte das halt nur mal erwähnt haben, weil das ist immer irgendwie Ist aber eigentlich logisch. Du kannst keinen Kleingartenverein gründen und aus dem Kleingartenverein einen Verweser benennen. Das funktioniert nicht. Das ist aber das, was sie machen. Die Vereinssitzung, verfassungsgebende Versammlung, hat keinen höheren Rechtsstand als jeder Fußballverein. Funktioniert nicht. Ja, Fußballstaat nützt uns nicht. Ja. Ein direktes Referendum, also Modus Krim, funktioniert ja. Auch hier. Ja. Die Krim hat ja auch zaristisches Reich. Oder wenn man sagen würde, man macht erst das Referendum und dann würde die Nacharbeitung der Verfassung würde dann ja wieder Sinn machen. Ne? Ja, ne Moment. Die Änderungsgesetzgebung zur Verfassung ist eine Aufgabe des Verwesers. Er muss das ausarbeiten und dem Volk wieder vorlegen. Das ist aber erst nach der Verweserwahl. Jemand, der fähig dazu ist, aber ich meine, die Reihenfolge passt momentan halt einfach nicht, finde ich. Na, die Reihenfolge ist erstmal die Staatlichkeit von unten nach oben aufbauen. Und die Wahlkommission ist das erste staatliche Konstrukt, weil die werden eingehoben über die Notstandsgesetzgebung von 1914, Behebung des Verfassungsnotstandes. So, das ist die Gesetzgebung über die Notstandsleiter. Und da gibt es im Prinzip nur ganz kurze Anweisungen. Da heißt, Notstandsleiter ist, wer als Notstandsleiter tätig wird. Und wenn eine Entlastung des Notstandsleiters gibt, dann wird das zur Gesetzeskraft. Das sind die zwei wichtigen Sachen aus der Notstandsgesetzgebung, die wir brauchen. So, die Frau Merkel ist nichts anderes als ein Notstandsleiter, weil für den Notstandsleiter gibt es keine feste Wahlvorschrift. Die benennst du einfach, weil du eine Not hast. Na, genau. So, und eine verfassungsgebende Versammlung könnte zwar ein Notstandsleiter sein, also die könnten sich mit den Fragen in einer vielleicht besseren Verfassung befassen, aber rechtswirksam wird es erst, wenn eine Entlastung kommt. Und die Entlastung kann nur ein Verweser machen. So, also brauchst du erst einen Verweser und dann kann der im Prinzip so eine verfassungsgebende Versammlung beauftragen, macht uns mal Vorschläge, was wir denn an der Verfassung ändern könnten. Das ist der richtige Weg. Ich sage ja nicht, dass die verfassungsgebende Versammlung unnütz ist, aber sie hilft uns nicht, den Verfassungsnotstand zu heilen. Das ist der Punkt. Das meine ich ja auch nicht. Also ich meine halt, die Reihenfolge ist einfach verkehrt. Ja, genau. Generell, das ist jetzt nicht falsch. Ja. Sicherlich haben die sich auch tierisch Gedanken gemacht und lange gearbeitet. Ne? Ja, ist ja gut, ist ja alles gut. Aber mit der verfassungsgebenden Versammlung kriegst du die Handlungsfähigkeiten hin. Nee, weil du musst. Der Knackpunkt ist diese Auflassungsverfügung. Dann kann man noch über die Verfassung reden, die da vorhanden ist, die nur geändert werden. Nee, müssen wir nicht. Das aktuelle Zeit. Die Reihenfolge ist Wahlkommission. Referendum zur Gründung der Wahlkommission mit der Wahlordnung. Dann musst du die Verweserwahl machen. Über die Wahlkommission erstmal die Wahlberechtigung feststellen lassen. Da haben die erstmal ein halbes Jahr zu tun, um die ganzen Ausweise zu stempeln. So, und dann, wenn alle ordentliche Dokumente haben, dann geht die Verweserwahl los. Mit der Verweserwahl setzt du erstmal einen ein, der für seinen Bundesstaat erklären kann,
wir haben jetzt eine Ende des Krieges in dem Bundesstaat. So, mehr darf er ja nicht machen, da darf er nicht fürs Reich sprechen. Er darf nur seinen Bundesstaat friedlich machen. So, dann kann er einsetzen, welche Währung gilt, welche Rechtsordnung gilt, und dann kann er die Vorschläge für die Änderungsgesetzgebung der Verfassung rausgeben. Das muss er dem Volk erstmal vorlegen. Weil er muss ja, wenn er was ändern will, über die kaiserliche Verfassung drüber steigen. Und das kann er nur machen, wenn das Volk direkt eine Verfassung abstimmt. Und dann kommt die verfassungsgebende Versammlung am Zug. Weil die müssten dann im Prinzip das ausarbeiten, müssten dem Volk das vorlegen und dann müsste das Volk über diese Verfassung abstimmen. Danach schlägt die 1848er und die 1871er Verfassung komplett weg. Ne? Weil die ja, direkt vom Volk gewählt sind. Dass es kein Kaiserreich gab in dem Sinne, so weiß ich nicht. So, aber es war ja ein Zusammenschluss, der sich darauf geeinigt hat, dass es einen Verantwortlichen gibt. Richtig. Und das ist doch das Entscheidende an der Geschichte. Ja, aber wir wählen ja erstmal. Nein, es war irgendwie eine Gesamtentscheidung von allen. Und der hat ja offensichtlich, wenn ich mir die Gesetze von damals und heute mal durchlese, ja, damals hat man sie als nicht, also als Laie verstanden. Heutzutage verstehst du sie als Laie überhaupt nicht mehr. Also da sind tausend Stricke und Fallstricke in diesem Gesetzestext verhandelt. Ja, wir sollen das noch nachvollziehen können. Ja, weil die Gesetzgebung vom Kaiser halt ein bisschen dünner war. Das ist eindeutig für jeden verständlich. Ja. Na, das ist das Ziel, da müssen wir wieder hin. Die kaiserliche Gesetzgebung ist ein kleines Taschenbuch, mehr ist es nicht. Genau, das Maximum an Informationen, ja. Hast du, ja, genau. So, und jetzt ist es so, der Verweser gibt sozusagen den Auftrag dann an die Reichskanzler, eine Regierungsbildung zu machen, die die Verwaltung macht. So, das ist dann der Schritt nach der Verweserwahl. Und der gibt dann auch den Auftrag, an so eine verfassungsgebende Versammlung die Änderungsgesetzgebung zu machen. Dann kommt die Abstimmung über die Verfassung. Und wenn du das gemacht hast, rettest du dir sozusagen die Bodenrechte aus dem Kaiserreich in das neue, nun gültige Staatskonstrukt. So, da gehen dir die Bodenrechte nicht verloren, rettest das drüber, hast eine zeitgemäße Verfassung, die allen Anforderungen der heutigen Gesellschaft gerecht wird, hast keinen alten kaiserlichen Militarismus mehr drinne und kannst aber immer noch einen Kaiser wählen als Repräsentationsfigur für Staatsempfänge. Kannst du ja dann machen. Bist eine kaiserliche Monarchie mit einem Parlament als Verwaltung. Und das ist das, was Putin in Russland will. Ja, genau. Also der Name ist halt anders. Ja, also wie ein Kaiser, der die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts hat. Das ist natürlich eine geile Nummer, weil das ist ja extrem handlungsfähiger Staat und das ist das, was das Bankenkartell unter allen Umständen verhindern will. Ja, ja? Also ich finde auf jeden Fall, der Weg ist halt auch einfach eigentlich. Man muss ja wirklich nicht viel machen. Also wie gesagt, ich hatte immer erstmal so das Problem mit den Herleitungen. Ja, wie nennt sich das? Wo muss ich das machen? Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, also ich denke, da haben die meisten Leute, wenn ich das immer so lese, die Probleme mit, wie ist die Vorgehensweise, seine 1913 nachzuweisen. Ja, ich bin jetzt einfach so weit, das sind Geburtenbuchauszüge und das geht innerhalb von ein paar Minuten. Da hast du es, weil da musst du halt anhand dieser Nummern weiterhangeln ins nächste Standesamt und so weiter. Ja. Aber das dauert echt, da fährst du, die längste Strecke ist, glaube ich, das Hinfahren, das ist an Zeitverbrauch. Danach sind es vielleicht 10 Minuten, die du dort am Platz verbringst, um deine Informationen zu bekommen. Ja. Das wissen halt viele offensichtlich noch nicht. Also da sowas als Stichpunkte hatte ich nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, das ist für viele eine Erleichterung. Ja, wollen wir machen. Ja. Ne, ist auf dem Plan. Wir wollen das also für jeden auch nochmal als PDF zur Verfügung stellen. Und wir können es nicht drucken, ja, da reicht das Geld noch. PDF. Na, ja, wollen wir machen. Ist in den nächsten Tagen auf jeden Fall, wollen wir das fertig haben. Also so eine Punkt für Punkt Abarbeitung, Checkliste. Ja, klar, kein Problem. Ja. Gut, okay. Danke für das Gespräch. Ja, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ich lese gerade Husten, Zwiebeln, Nadeltannen oder Rosmarin. Ja, gut. Ah ja. Ja, mache ich mal kurz. Mal gucken. Ich habe ja noch so einen kalten Kaffee. Mir ist ja gesagt worden, vom Webradio-Betreiber, ich soll während der Sendung nicht trinken, aber da ist bestimmt kein Kaffee gemeint. So. Aber so richtig, das geht schon etwas besser jetzt. So, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt 2 Stunden 45 Minuten mit Soundcheck
gemacht. Ich würde mal noch eine Viertelstunde offen lassen und würde dann abschließen. Also wer jetzt noch eine wichtige Sache hat, wird man das noch machen. Ja, habe ich erstmal hier eine Frage. Welche Meinung hast du zum Königreich Deutschland? Gut, also das ist die Sache Witzek, ne? Wenn ich das richtig verortet bin. Also, der Mann hat ja vorgehabt, die Handlungsfähigkeit des Königreiches herzustellen. Also er hat sicherlich nicht vorgehabt, mit der typischen königlichen Kleidung hier auf und ab zu marschieren. Das nehme ich mal noch ab. Er hat versucht, die krampfhaften Versuche, die Handlungsfähigkeit herzustellen, wie sie es damals versucht haben, mit gelbem Schein, was auch immer, den ganzen Mist, möglichst zu vermeiden, sondern er hat gesagt, ich gründe jetzt mein Königreich und auf meinem Betriebsgelände, sagen wir, und jeder, der da will, kann sich also beteiligen und kann da mit dran teilnehmen. Das ist erstmal seine Idee. Die finde ich ja an sich nicht schlecht. Was funktioniert aber da dran? Ne? Es funktioniert nicht, dass er keinen Legitimationsübergang hinkriegt. Warum nicht? Weil der Kaiser über die Auflassung festgestellt hat, dass die Gesetzgebung ja nur dann endet, wenn der Krieg endet. Und den Krieg beenden kann nur der Kaiser oder der Verweser. So, hätte er sich sozusagen um eine Verweserwahl bemüht in seinem Gebiet, also er müsste im Prinzip ein ganzes Siegelgebiet überreden, die Siegelrechte zu erwähnen, dann könnte er in einem Siegelgebiet sich zum Verweser wählen lassen. Dann könnte er in dem Siegelgebiet die Zollgrenze errichten. So, dann wäre sein Königreich eine Exklave zur Bundesrepublik. Da könnte auch niemand was da machen dagegen. Das ist auch der Grund, weshalb sie die ganzen kreisfreien Städte bombardiert haben. Weil sie verhindern wollten, dass irgendwann einer in die Europakarte Löcher reinmacht. Und genau das wäre ihm gelungen, wenn er es hätte richtig aufgezogen. Aber da er meine Sendung irgendwann vorgespielt kriegt, hat er ja die Handlungsanweisung, wie er sein Königreich doch noch hinkriegen kann. Er müsste sich also irgendwie in seinem Gebiet einen Fanclub gründen, die eine, sagen wir mal, eine Verweserwahl organisieren, mit einem Referendum, Siegelrechte erwerben und dann kann er sein Ding dort machen. Also sollte ein überschaubares Gebiet sein, was aber autark ist. Also autark ist ein Gebiet, wenn es über Wasser und Strom verfügt. So. Also müsstet ihr ein Gebiet ausgucken, wo ein Wasserkraftwerk oder irgendwas anderes zu finden ist. Dann hast du gute Chancen. Also Wasserfall wäre mal ein guter Einstieg. Da kannst du dann ein Wasserrad machen, sodass du immer dort Strom hast, von außen weder einen Zufluss noch einen Abfluss hast. So ein Gebiet kannst du autark betreiben. Wenn dir das gelingt, na dann prima. Sonst funktioniert es nicht. Sobald du mit der Bundesrepublik und dem Rest von dem Land verortet bist, weil du Energie brauchst oder weil du Versorgung und Entsorgung brauchst, hast du Probleme, weil da werden sie deine Zollgrenze ganz schnell boykottieren. Und es gibt nur wenige Orte in der Bundesrepublik, die diese Voraussetzung erfüllen. Das ist dazu zu sagen. Aber prinzipiell ist es möglich. Ich sag mal, ist es möglich. Ein guter König wäre übrigens der König Bansa. Müsst ihr mal googeln, König Bansa. Der ist ein echter König. Der ist nämlich König von einem Teil von einem Schutzgebiet, vom kaiserlichen Recht. Da sitzt in Ludwigshafen oder Ludwigsburg irgendwo da unten, beim näher Bodensee. Ja. Naja, wie gesagt, Witzek hat einfach nur versucht, was zu machen. Er ist der Macher, aber er hat nicht wirklich sich in die ganzen Gesetze eingelesen und die ganzen Sachen so verinnerlicht. Aber man muss da schon ein paar Jahre drüber arbeiten, bis man die ganzen Feinheiten alles so versteht. Also das hat man ja über Nacht aufgesaugt. Aber er kann ja da was draus machen. Ich will ernsthaft, weil unsere Gegner uns Germanien den Strick seitens der in die Hälse getretenen konstruktive Kerle ausarbeiten. Ja, also wie gesagt, es ist möglich, ja, was Witzek vorhat, aber die Vorgehensweise, wie er es gemacht hat, funktioniert nicht. Also er muss aus dem Vereinsrecht raus. Ja, hallo? 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 Hörst du mich? Marco Andres. Ah, jetzt. So, ja. Hallo. Ich wollte mal wissen, wie es mit den Flyern aussieht. Ja, gute Frage. Also ich wollte sie eigentlich am Wochenende fertig haben. Ich habe mir jetzt noch einen Freitag auserbeten, die fertig zu machen. Aber ich habe den Termin Commons abgesetzt heute, weil ich hatte heute einen Anruf, da war es sehr unerfreulich.
Sie wollen also dort im UCC-Recht losmachen, also Görlitz Commons. Ja. Und da bin ich natürlich nicht einverstanden, da werde ich nicht mitziehen. Nee, das muss man nicht. Also, aber Sie sind alle sich so sicher, dass ich ja falsch liege, aber die müssten mir erstmal das Gesetz da von der Auflassung widerlegen. Und das haben wir schriftlich. Ja, so. Also aus dem Fakt kommt man ja raus. Das ist eigentlich logisch, aber ne? Gesetz über die Auflassung ist aber im Internet verfügbar. Also müsste man einfach mal gucken. Ne? Verfügung über die Auflassung heißt das. Dort steht drin, dass du einen Verweser brauchst. Ja. Gut. Und dann sind wir mit, geht's nicht mit Handelsrecht und auch nicht mit verfassungsgebender Versammlung und auch nicht mit dem gelben Schein. Funktioniert alles nicht. Genau so ist das. Weil ich habe da nämlich auch bei Facebook drin, die ist so vehement vom gelben Schein. Ja, das ist, also ich habe dir das auch schon erklärt, wie man das machen muss, aber der geht einfach nicht rein. Tja. Das ist ganz schlimm, also. Naja, habe ich schon erklärt, was sie mit dem gelben Schein vorhaben. Der gelbe Schein ist im Prinzip, wie soll ich denn das sagen? Das ist wie wenn du dein Auto verliest, ne? Genau. Du verliest dein Auto, jemand anders fährt damit und wenn er einen Unfall baut, ist es halt kaputt. So. Und das machen die mit deiner Staatsangehörigkeit. Wenn du den gelben Schein abgegeben hast, kann ein anderer, nämlich so ein Migrant oder ein Invasor, kann mit dieser Staatsangehörigkeit Rechte anmelden und kann eine Staatsangehörigkeit ableiten davon. Genau so lange, wie du das Ding verliest hast. Aber wenn du den gelben Schein nicht zurückholst, hast du dann irgendwann mal das Problem, dass du aus deinem eigenen Land gejagt wirst. Das ist das Problem des gelben Scheins. Ich will nämlich jetzt auch mal versuchen, hier mit meinen Urgroßeltern, nämlich auch hier versuchen, mit dir die Heiratsurkunde zu kriegen. Weil, wie gesagt, da hattest du ja schon davon gesprochen, da muss ja das richtige Siegeljahr drauf sein. Naja, Asthma steht auf der Geburtsurkunde. Naja, ja, auf der Geburtsurkunde steht schon der jeweilige Machthaber mit seinem Siegel. Ja. Dass das nicht deutlich ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist ganz klar besatzungsrechtlich. Bei den meisten. Ne? So, die Geburtsurkunden, ja, die sind 1894 geboren. Also ja, dann ist staatlich, ja, dann ist klar. Das sind staatliche Urkunden, aber danach nicht mehr. Also nach dem 27.10.1918 ist es eben nicht mehr staatlich. Naja, gut. Und da ist es dann egal. Müsst ihr ja überlegen, was ist denn diese Bescheinigung nach dem 27.10.1918? Ist das gleiche wie beim Banküberfall, dass der Banküberfallmensch dir gestattet, auf Toilette zu gehen? Genau so ist das. Du kannst das machen, du kannst aber auch unterlassen, aber irgendwann hast du feuchte Hosen. So, also wirst du das nehmen, was du kriegst. Du kommst zwar aus dem Bau nie raus, aber du kannst erstmal auf die Toilette gehen. Und nichts anderes ist die Geburtsurkunde. Am Ende, wenn das System umgefallen ist, kannst du das alles in die Donne hauen. Da ist dann ein großer Schredder bei deinem Amtmann und da haust du den Mist rein und da kriegst du einen ordentlichen Pass und eine ordentliche Geburtsbescheinigung. Und nichts anderes. Auf nichts anderes brauchen wir ja eigentlich bauen. Es ist ja nicht so, dass die BRD dir irgendwas wegnehmen könnte. Sie überblenden nur deine Rechtsstellung. Das ist alles. Weil sie damit Geld verdienen. Das ist ein Gewerbebetrieb, der Sklaverei betreibt, nichts anderes. Warmerer Blick, ja. Fortsetzungsbetrieb. Nee, mein Bruder, der Michael Andres, der hat nämlich auch hier auf unserer Arbeit nämlich auch schon darüber diskutiert, wegen Sklaverhalterrecht und ja. Sachen. Und unser Gruppenleiter, der wusste das auch. Es gibt ja diese Grundsätze in Großstaaten nehmen halt, die Sachen Deutsch und so, das ist ein Sklaverhalterrecht. Aber es gilt eben nur in England. Warum gilt es in England? Weil der alte, wie hieß der gleich, der Teutoburger Wald die Schlacht gemacht hat, England nicht befreit hat. Wäre er dann noch nach England drüber und hätte dort auch die Römer besiegt, wäre England auch nicht im Sklavenhalterrecht. Dann wäre es nur noch Israel in den USA. Und dort, wo halt die römischen Kaiser noch waren. So, die haben sie nämlich alle nicht besiegt. Das Römische Reich ist ja nicht zerschlagen worden, sonst ist ja im Prinzip nur in dem germanischen Standesgebiet zerschlagen worden. In allen anderen Fällen ist es ja durch Steuerverschwendung zugrunde gegangen. Genau die Krankheit, die EU jetzt auch hat. Ja. Weil sie auch auf dem römischen Recht aufsitzt. Aber das gilt ja nicht. Das ist einfach nur zwangsweise eingeführt. Aber zwangsweise eingeführte Sachen sind rückabwickelbar. Ja, gut, ne? Na gut, alles klar. Erstmal soweit klar. Erfolg noch. Okay. Sonst habe ich sonst keine Fragen mehr erstmal, also.
Alles klar. Ich weiß selber, dass es gut vorankommt. Ich hoffe, ja. Na gut, alles klar. Dann tschüss erstmal. Alles klar, ne? Tschüss. So, haben wir noch 5 Minuten. Was haben wir noch? Also wenn hier irgendjemand stört auf dem Chat, müssen wir halt mal einen Kill schicken. Aber ich wollte das eigentlich nicht hier. Ne? Also bei uns kann ja jeder seine Sache fragen und Meinung vertreten, habe ich alles kein Problem. Aber wenn jemand anfängt im Chat zu stören, muss ich da mal als Administrator mal durchschlagen. Hallo? 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 Ja, ich höre dich. Oh, dann bin ich jetzt falsch. Entschuldigung. Ja, du bist auf Sendung gerade. Ach, ich bin auf Sendung. Ja, ja, klar. Ja, hallo? Ja, du bist da. Ja. Hallo Uwe. Ja, hallo, Grüße. Ach, ich habe nämlich meinen Lautsprecher leise gemacht, damit es sich hier nicht so übertönt. Ja, genau. Ich höre dich gut. Ja. Alles gut. Ja. So, pass mal auf, Uwe. Ich bin ja nun aus Brandenburg. Ja. Also aus Sachsen. Ja. Brandenburg, Sachsen gehört ja nicht zusammen. Also wie denn? Also, das sind ja auch die ganzen Bundesländer, die ganzen Bundesstaaten. die kriegen ja nicht so viele Leute zusammen. Na, du brauchst so eine Wahlkommission, 10 Mann. In Preußen in Sachsen wählen gehen und in Sachsen in Preußen. Moment. Also, warte mal. Also. Grundsätzlich zu unterscheiden ist das Melderecht und das Geburtsrecht. Dein Geburtsrecht begründet die Wählbarkeit in einem Bundesstaat. Dein Melderecht ist das, was die Bundesrepublik macht und dir auferlegt, damit sie dir keine Bußgeld reinziehen. Das hat aber für die Verweserwahl keine Auswirkung. So, nun ist natürlich klar, wenn jemand zum Beispiel in Bayern sein Geburtsrecht hat, aber schon jahrelang in Sachsen lebt und auch in Sachsen weiterleben will, dass die Wahlkommission aus Sachsen dem eine Rechtsstellung zur Wahl macht und ein Sperrvermerk in Bayern einträgt. Dann kann er in Bayern nicht mehr wählen, muss also der Wahlkommission in Bayern Bescheid gesagt werden, warte mal auf, der hat ja in Sachsen Wahlrecht beantragt, wir würden dem das gestatten, er darf bei euch dann nicht mehr wählen. Also das gleiche Verfahren, was die Bundesrepublik auch macht. Weil eine Wahlkommission ist ja die erste staatliche Instanz, die du überhaupt erzeugen darfst. Na, du handelst über Notstandsrecht, hebst die ein, und über ein Referendum suchst du Siegelrechte und mit den Siegelrechten und der Wahlkommission kannst du eine Wahl machen. So, und diese Wahl muss ja im Prinzip wahlberechtigt haben. Und die Wahlkommission muss entscheiden, sinnvoll entscheiden, nach dem Notstandsrecht, wer ist dann wahlberechtigt, wer nicht. So, also die, die den Staat zerstören wollen, die werden wir natürlich nicht wählen lassen. Das sind die, die auch die Geburtsrechte nicht haben im Heimatland. Also zum Beispiel die, die hier über die Balkanroute eingeflogen sind. Die haben kein Wahlrecht hier. Und auch die Leute, die der Besatzer ja reingeschafft hat nach Deutschland, die zwar nach bundesrepublikanischen Regeln Wahlrecht haben, aber nicht nach kaiserlichem Recht. Weil der Kaiser hätte sie einfach nicht wählen lassen. Das muss die Wahlkommission halt entscheiden. Und die macht also für dich eine Rechtsstellung, dass du in Sachsen wählen kannst, wenn du hier lebst, also ein halbes Jahr hier gelebt hast. Denn nach den alten kaiserlichen Wahlregeln war es wohl so 3 Monate. Ich muss aber auch nochmal nachlesen. Wenn du 3 Monate in der Gemeinde gelebt hast, hast du die Bürgerrechte der Gemeinde erworben. Und das entspricht dem kaiserlichen Wahlrecht. Aber du hättest genau in dem Moment, wenn du das beantragst, deinen Wahlschein, ein Sperrvermerk in deinem Geburtsort drin. Weil dann durfst du nur nochmal wählen. So funktioniert das. Wie lange hätte ich den Sperrvermerk denn? Na, bis du wieder umziehst. Also du müsstest dann, im Prinzip, wenn du wieder nach Bayern ziehen willst, müsstest du dich in Sachsen abmelden, dann würden die den Sperrvermerk löschen und dann müsstest du in Bayern wieder neu einmal antragen. Dann musst du bloß aufpassen, dass die haben ja 14 Tage Zeit, das umzutragen, dass du nicht gerade nach 14 Tagen die Wahl hast. Das ist dann ein Problem. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn die Beantragung ist, wenn du Entschuldigung, wieder nach Bayern zurückziehst, dass die sich dann schon telefonieren und das dann den Sperrvermerk umtragen. Dann hast du in Sachsen den Sperrvermerk und kannst in Bayern wieder wählen. Also wie bei der bundesdeutschen Wahl ist ja auch so, wenn du einen Wahlschein beantragst. Das ist ja auch aus dieser Zeit mit mal übernommen. Ne? Ja, früher war es ja so, dass du eine direkte Einbürgerung brauchtest. Ne? Also wenn du in Bayern dein Geburtsrecht hattest, bist nach Sachsen gezogen, musst du dich in Sachsen einbürgern. Aber das hat ja der Amtmann oder Verweser gemacht. Und nicht die Wahlkommission. Die Wahlkommission muss es ja nur die Rechtsstellung machen, damit du überhaupt erstmal die Wahl gebacken kriegst.
Ja, das ist also was anderes. Einbürgerung und Rechtsstellung ist eine 10 verschiedene Schuhe. Eine Rechtsstellung ist eine notstandsrechtliche Anordnung und eine Einbürgerung ist ein staatliches. Von die ganzen Schlafenden draußen da. Die kannst ja die Schlinge um den Hals legen, die kriegen die ja nicht mit. Sag ich mal so. Naja. Da muss man ja die Sache zwar im gesetzlichen Maße zwar machen, also im Gesetz bleiben, aber das muss dann aber irgendwie so rucki-zucki funktionieren. Naja, wir müssen auf jeden Fall alle mit einem Flyer informieren. Also jeden, der in einem Siegelgebiet wohnt. So, das ist die Aufgabe. Den Flyer wollen wir diese Woche noch machen. Das ist ein Fest, haben wir fest vor. Ne? Ja. Wahrscheinlich am Wochenende. Sonnabend, Sonntag wird er wahrscheinlich erstellt. Es sind also 2 A4 Seiten. Einer, der überall gleich ist und einer, der die regionalen Besonderheiten beinhaltet. Es wird wahrscheinlich dann näher Gotha passieren am Wochenende. Ja, ich weiß. Gut. Dann... Gut. Denke ich mal, haben wir am Montag oder Sonntagabend was vorzuzeigen, einen ersten Entwurf, wie sowas aussehen könnte. Hm. Na gut, alles klar. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Ja, gut, wir haben noch 5 Minuten. Gruß. Ja. Guten Gruß an alle Deutschen. Ja, ich denke mal, die hören alle mit hier. Gut, alles klar. Tschüss. Gut, ciao. Ciao. Ja, na dann, gut. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ihr habt ja den Chat alle mitgelesen. Nächste Sendung, wenn ich es noch weiß, ist nächsten Dienstag, müsste der 19. sein. Montag wollen wir nicht, weil in vielen Orten da Montagsdemos sind. Also nächsten Dienstag gleiche Stelle, gleiche Welle. Ne?